Brigella? Brigella? Brigella, komm, ich muss das einem sagen. Du hast mir vertraut, dass ich dich bat, mich deinem Herrn zu empfehlen, ohne zu wissen, wer ich bin. So wirst du mich auch nicht verraten, wenn du weißt, warum ich Pavia verlassen habe, um heimlich nach Bologna herzukommen und hier im Hause des Dottore Dienst zu tun? Gefällig und vertrauensselig war ich in der Tat, als ich dir Arbeit hier im Haus verschaffte, aber Brigella täuscht man nicht. Und außerdem hast du mir gleich gefallen. Du hast dir auch versprochen, später alles zu erklären. Schweig aber lieber, wenn du glaubst, du könntest mich beschwindeln. Denn wie gesagt, Brigella täuscht man nicht. Nein, nein! Ich werde dir die ganze Wahrheit sagen. Also, das weißt du schon. Ich komme aus Pavia, aus dieser wegen ihrer Universitäten in ganz Europa so berühmten Stadt. Meine Mutter wusch Hemden für die Studenten und ich stärkte und plättete sie. Und damit hat das ganze Unglück angefangen. Mit seiner Wäsche kam auch einer, der mir gleich gefiel. Dazu war er gescheit und so hat es nicht lang gedauert, bis über beide Ohren ich in ihn verliebt war. Natürlich hatte ich längst gemerkt, dass seine Hemden nur ein Vorwand waren, mich zu sehen. Der wollte nicht die Wäsche, sondern gleich die Wäscherin. Und wie Studenten sind, zumindest dort in Pavia, hat er mit den Beweisen seiner Liebe nicht gespart. Und ich tat's auch nicht. Es war das schönste Jahr, was ich bisher erlebt, denn länger hat es nicht gedauert. Er wurde kälter, die Schwüre, die noch vor kurzem mich um den Verstand gebracht. Sie waren nur noch fade Komplimente, seine Besuche wurden selten und schließlich verschwand er ganz. Und das, obwohl er jeden Tag, Rosaura sagt die Wahrheit, jede Nacht, geschworen hatte, er könne ohne mich nicht leben, nie wieder von mir wegzugehen, keine andere außer mir zu lieben, sich glücklich nur in meinem Arm zu fühlen und schließlich, und das immer wieder, gleich nach dem Studium mich zum Traualtar zu führen. Anstatt zur Kirche und mit mir ging er durchs Stadttor und allein, kaum hat er die Studien abgeschlossen. So ein gemeiner Kerl. Du tust mir leid. Ich tat es mir in den ersten Tagen auch, doch meine Wut war größer als mein Schmerz. Und darum bist du weg von Pavia. Aber was willst du in Bologna, hier in diesem Haus? Ich fing jetzt an zu verfolgen, der hielt sie noch in Mailand auf und dadurch konnte ich vorhin hier sein. Ist dieser Schuft denn etwa aus Bologna? Der Schuft ist nicht nur aus Bologna, sondern, Brigella, halt dich fest, sogar aus diesem Haus. So ist der Schuft? Florindo, unser junger Herr. Ja, eben der. Der wird doch aber jeden Augenblick erwartet. Ich weiß, mein Plan, wie ich mich an ihm rächen will, ist fertig. Was war ich für ein Ochse, dich in dieses Haus zu bringen? Gerade in das Löwenhöhle. Komm schnell, ich weiß ein Dutzend Häuser, wo ich dich unterbringen kann. Nein! Brigella! Ich will ihn hier, gerade hier erwarten. Wenn er mir, dich vielleicht bisher zu lieb, zu zart, zu nachgiebig war, sein oft beschworenes Versprechen nicht mehr halten will, so soll er wenigstens zu spüren kriegen, dass ich Krallen hab, die ganz schön kratzen können. Was hast du denn nur vor? Durch die Studenten, denen wir die Hemden wuschen, hab ich von Wissenschaften viel gehört. Neugierig wie ich bin, hab ich viel gefragt, Bücher gelesen und war Florindos Schülerin, der ja den Ehrgeiz hatte, alles beizubringen, was er selber wusste. So hab ich viel mehr gelernt, als Frauen hierzulande wissen. Doch jetzt mein Plan. Ich kann in den Charakter eines jeden schlüpfen, sodass der meint, er selber spricht aus mir. Ich werde also allen hier im Hause so begegnen, dass sie mich gar nicht mehr entbehren können. Ich werde ihre Wünsche pflegen, ihnen schmeicheln, ihre Marotten rühmen, ihre Dummheit Weisheit nennen und so sie alle ganz auf meine Seite bringen. Damit werde ich Florindo überraschen. Sie alle sind in meinem Feldzug gegen ihn die Toten. Dich aber brauche ich als Vertrauten. Ich hoffe zwar, es ganz allein zu schaffen, doch so ein Freund ist wie ein Netz. Der Tänzer auf dem Seil hat weniger Angst, wenn auch die Gaffer über seine Feigheit lachen. Ich weiß noch nicht, was ich zu einem sagen soll. Der Plan ist sicher gut. Doch was du Rache nennst, soll wohl zur Ehe führen. Ja, da hast du recht. Doch kommt die Rache vor der Liebe. Sie kommt wohl eher von der Liebe, Rosaura. Gut, ich helfe dir. Mach mit mir, was du willst. Doch, wie du selber sagst, ich bin das Netz, in das du fällst, geht es mit dem Florindo schief. Für diesen Fall nehme ich dein Anerbieten an. Ich höre doch Diana kommen, die Tochter des Dottore. Lass mich allein. Mein Plan braucht noch viel Arbeit. Ich wünschte fast, da ging es schief. Denn ob das Netz was taugt, zeigt sich doch erst am Fang. Das Netz, das dieses Mädchen fängt, wäre ich schon gern. Ach, Rosaure! Ich bin des Todes. So, hören Sie doch auf zu weinen. Wer noch so jung und auch so schön ist, hat keinen Grund zu tränen.
Was weißt du? Sie werden doch nicht gar aus Liebe weinen. Wie sollte ich nicht, wenn eines Vaters Tyrannei auch nicht den schwächsten Schimmer Hoffnung zulässt? Und wenn auch 100 Väter und Tyrannen sich dagegen ständen, sie kriegen ihren Momolo. Ich sorg dafür. Rosau! Nein! In deinen Händen liegt mein Glück. Sie müssen nur die Waffen richtig bauen, die die Natur uns Frauen gab. Wie sie dem Ochsenhörner, der Katze Krallen, dem Pferd die Hufe und dem Hund die Zähne gab. So hat sie uns mit Witz und Schlauheit ausgestattet. Damit wir, wenn wir wollen, unser wahres Wesen ganz verbergen können. Die Männer maßen sich völlig zu Unrecht an, uns zu beherrschen. Was bleibt uns übrig? Da wir ihre Macht nicht mit Gewalt zerbrechen können, wir müssen uns verstellen, um so den ungerechten Vorteil auszugleichen. Ich bin schon von Natur geneigt, den anderen die wahre Meinung meines Herzens zu verbergen. Es ist noch nicht genug, die Meinung seines Herzens zu verbergen. Man muss auch anderen das Gegenteil von dem, was unser wahrer Wille ist, glaubwürdig machen können. Wie soll ich das verstehen? Ich will es deutlicher erklären. Sie lieben Signor Momolo. Doch hat Ihr Vater jetzt verboten, dass Sie ihn, wenn er nicht zu Hause ist, empfangen. Er mag ihn nicht und wird doch niemals dulden, dass Momolo der Ihre wird. Sie müssen also eine Zeit lang tunlos interessieren, der Sie gar nicht mehr. Als gelten Ihre Neigungen ganz anderen Zielen. Sie sollten Ihren Vater Glauben machen, die Arbeit machte Ihnen Spaß. Anstatt den ganzen Tag am Fenster sitzen und nach den jungen Herren nur zu schielen. Sie müssen die Gesellschaft meiden und tun, als wäre ihnen jeder Umgang überdrüssig. Viel schweigen müssen sie. Nur manchmal leise stöhnen. Nur grad so laut, dass man es hört. Wenn sie mit ihrem Vater sprechen, mild und glücklich lächeln und jeden Wunsch, ehe er ihn ausgesprochen, schon erfüllen. Wenn er von diesem Scheine überzeugt, so wird er ganz von selbst auf Mittel sinnen, sie zu trösten. Und jeder Mann, den wir ihm präsentieren, wird ihm recht sein, Schwiegersohn zu werden. Sauer. Dieser Plan ist wunderbar. Ich werde alles tun, was du mir rätst. Wirst du mir helfen, Momolo zu sehen? Das wird nun vorerst nicht gehen. Doch schreiben Sie ihm Briefe. Achtung, Ihr Vater... Jetzt die Augen niederschlachen, Hände in den Schoß, mild und glücklich lächeln, wenn er spricht. Mund zu, mich reden lassen. Ihr Vater hat schon recht gehabt, dass er verbot, diesen Herrn Momolo alleine zu empfangen. Der Umgang ist doch wirklich nichts für Sie. Student und nicht mal reich. Sie dürfen Ihrem Vater doch nicht solche Sorgen machen. Er hat doch schon genug. Wie wahr, sie spricht mir aus dem Herzen. So lesen Sie doch mal ein Buch. Oder machen Sie dem Vater eine Freude, sticken Sie für ihn Manschetten. So sagen Sie doch was. Wäre ich Ihr Vater, ich wüsste schon, wie ich diese widerspenstige Zunge löste. Doch er ist viel zu gut. Sie haben solchen Vater nicht. Verdient. Und ich nicht solche Tochter. Der seine Güte so missbrauchen lässt. Du solltest dir zu Herzen nehmen, was Rosaura eben hier gesagt hat. Ich bin zu gütig. Sie wenigstens versteht mich. Mein lieber Vater. Schweig! Sonst könnte ich meine Güte auch vergessen. Seien Sie nicht zornig, Herr Tutore. Sie ist noch jung. Sie müssen ihr verzeihen. Wenn Sie allein sind, schält sie Sie. Wenn ich dabei bin, nimmt sie Sie in Schutz. Signorina Diana, zeigen Sie sich Ihrem Herrn Vater als gehorsame Tochter. Gehen Sie in Ihre Arbeit. Ich habe Ihnen die Zeichnungen für die Manschetten, die Sie nähen wollen, schon zurechtgelegt. Müßiggang ist des Teufels Ruhebank. Schreiben Sie Herrn Momolo. Gern will ich die Manschetten sticken. Sind Sie doch für den Vater. Ich zeig dir nachher den Brief. Das ist ein Wunder. Oder kannst du zaubern? Diana habe ich so willig nie gesehen. Kannst du nicht, wenn du schon dabei bist, Beatrice, meine Schwiegertochter, diese Strafe Gottes mitkurieren? Wie? Sie wird mit ihrer Eitelkeit und Putzsucht uns alle an den Bettelstaat noch bringen. Nichts anderes hat sie am Kopf als Kleider, Bänder, Hauben und Frisuren, steht stundenlang halbnackt vorm Schrank und klagt, sie habe gar nichts anzuziehen. Ist sie dann endlich angekleidet, empfängt sie alberne Besucher, spielt Karten, schäkert und verliert auch noch. Ja, diese Eigenschaft der Frauen hat Königreiche schon zu Fall gebracht. Doch was sagt euer Sohn dazu, ihr Mann? Ach, der studiert den ganzen Tag die Kabbala, damit er einmal in der Lotterie gewinnt. Dabei hat er sein ganzes Erbteil schon verspielt, doch keinen Heller noch dazu gewonnen. Und seine Frau schert er sich überhaupt nicht.
Er weiß vor lauter Lotteriezahlen nicht mehr, dass er eine hat. Schlimm ist das heutzutage mit den Männern. Die eigenen Frauen interessieren sie nicht mehr. Als ob nicht schon das Sprichwort sagt. Gelegenheit, die Diebe schafft. Ich werde schon ein Weg finden, dass Beatrice von ihrem Laster heilt. Pfui! Was für eine Schande ist das doch! In jedem Monat eine neue Mode? Bald eine Schleppe wie bei einer Königin? Bald ein so kurzes Röckchen wie bei einem Läufer? Bald sind die Kleider lang und weit, als sollten sie Gespenster tragen. Und schon am nächsten Tag tust du noch einen halben Meilenweiter Reifrock. Man sollte die Erfinder neuer Moden aus dem Lande weisen. Sie sind Beförderer der Eitelkeit. Ich hätte es nicht besser sagen können. Jedoch, wie kommt es, Herr Dottore, dass ihr so spät heute zum Gerichte geht? Es hat ja noch nicht lange 10 geschlagen. Und außerdem habe ich heute Vormittag nur einen einzigen, wenig lohnenswerten Fall. Habt ihr nicht neulich selbst gesagt, doch kleine Dinge müssten so betrieben werden wie die Staatsgeschäfte? Da hast du meine Worte gut verstanden. Nur ist in diesem Fall gar keine Aussicht auf Erfolg. Ist es die Erbschaftsangelegenheit? Da werdet ihr gewiss gewinnen. Woher kennst du denn den Fall? Und was verstehst du schon davon? Ich war durch Zufall in dem Zimmer, als ihr mit dem Herrn Prokurator spracht. Du? Hört selbst, ob ich den Fall verstanden habe. Ich mach dir gerne das Vergnügen. Fabrizio de Mascardi hat im Jahre 1683 sein Testament gemacht. Männliche Erben hinterblieben nicht, doch 2 verehelichte Töchter, Lucretia und Constantia. Deren Söhne wurden nun laut Testament zu Erben völlig gleicher Teile. Besonders stand in diesem Testament vermerkt, wenn einmal, Gott mag das verhüten, kein männlicher Erbe mehr vorhanden ist, so sollen der genannten Töchter weibliche Nachfahren erben. In dem Geschlecht Lucretiens leben heute keine Männer mehr, dagegen mehrere in dem Konstantiens. Da liegt das Punktum Juris. Ja. Sind nun Lucretiens Enkelinnen erbberechtigt, obgleich genügend Erben männlichen Geschlechts im anderen Teil vorhanden? Die Klausel in dem Testament scheint eurem Gegner recht zu geben. Doch wird ein wichtiger Punkt vergessen. Die Söhne von Lucretia und Constantia wurden seinerzeit zu Erben völlig gleicher Teile. Die Erbschaft ist als Ganzes also längst nicht mehr vorhanden. Die alte Testamentsverfügung hat also nur noch Gültigkeit innerhalb der sich streitenden Parteien. Also Lucretiens Enkelinnen können erben. Kein Zweifel. Sie hat recht. Der Knoten ist zerhauen. So muss ich den Prozess gewinnen. Doch kein Gericht in ganz Italien wird mir glauben, dass ein Prozess, in dem es um viel Geld geht, so schnell und einfach zu gewinnen ist. So sagen Sie das alles in Latein. Holen noch weiter aus, was ich der Knappheit wegen nicht getan. Zitieren noch Gesetze, die es gar nicht gibt. Und die Ihr Gegner deshalb auch nicht widerlegen kann. Die auch dem Richter unbekannt sind, der sich deshalb schämt und Ihnen schon aus diesem Grunde recht gibt. Ist aber schnell. Sie kommen schon zu spät, Ihr Gegner fühlt sich schon als Sieger. Wie kommt das Mädchen in mein Haus? Fortuna selber hat es mir geschickt. Kein Zweifel, sie könnte Zierde jeder Fakultät sein. Paris und Prag und Wittenberg, sie würden sich beeilen, ihr die Doktorwürde anzubieten. Wäre sie nur keine Frau. Und hier bei mir im Hause soll sie Mägdearbeit leisten? Sie soll ab heute als Sekretär mir die Prozesse vorbereiten. Doch nein, das geht ja nicht. Was würden denn die Richter dazu sagen? Ein Weib als Rechtsgelehrter. Schade, schade. Alle Prozesse dieses Erdteils könnte ich gewinnen. Es gäbe aber einen Weg, sie sozusagen als geheimer Rat mir zu verbinden. Oh, mir wird ganz heiß und kalt. Der Einfall ist genial. Sie ist so schön als wie gescheit. Nein, eigentlich noch schöner. Das ist mir gleich schon aufgefallen. Si vis nubere, nube pari, sagt schon Cato. Wo wäre eine größere Gleichheit anzutreffen als bei uns? Sie ist so klug wie ich. Was ihre Schönheit durch die Jugend noch gewinnt, das gleicht bei mir des Mannes Würde und sein Ansehen aus. Auch unsere Temperamente stimmen völlig überein. Was will ich mehr? Es sei, Rosaura, das Haus, das du als Magd betreten, sollst als Herrin du regieren. Da wird mein Sohn, wenn er zurückkommt, aber staunen. Die Schönheit und die Klugheit seiner neuen Mutter werden ihm den gelben Neid in seine Züge treiben. Ich hoffe nur, er hat die langen, teuren Jahre
Außer die Mädchen zu verführen, was man ja heutzutage fast ausschließlich lernt. Doch wenigstens auch halb so viel begriffen wie Rosaura, meine neue Frau, in ihrem allerliebsten Köpfchen hat. Allergie! Nein, jetzt gerade nicht! Die denkt sonst noch, ich komme, weil sie schreit. Ich komme wann und wenn ich will. Ich bin ein freier Mann und nur der Diktatur des eigenen Magens unterworfen. Der freilich unterwerfe ich mich gern und somit ist es keine Diktatur. Alekino! Ich habe dir schon tausendmal verboten, mit meinen Sachen deinen Spaß zu treiben. Signora Beatrice, keine Unterstellung. Ich trage die Perücke auf dem Kopf, weil ihr ein würdiger Platz gebührt. Auch steht sie mir viel besser zu Gesicht als Ihnen, finde ich. So, findest du. Wenn du sie augenblicklich nicht vom Kopfe nimmst, so kannst du meine Hand auf deiner Backe finden. Sie brauchen immer gleich Gewalt, wegen der lumpigen Perücke. Ein Blick in diesen Spiegel und sie wissen, was sie brauchen. Einen neuen Kopf. Rosaura, komm, ich will den Kerl ermorden. Hier die Perücke unbeschädigt. Ich sehe ein, sie brauchen sie viel dringender als ich. Halt ihn fest, damit ich schlagen kann. Verschwinde! Komm dann, wenn ich alleine bin. Ich hab mit dir zu reden. Er ist entwischt. Warum bist du nicht da, wenn ich dich brauche? Ihr Schwiegervater, der ja immer was zu quälen hat, hielt mich so lange auf. Ja, ja, das kann er andere Leute quälen. Ja. Den Flegel Arlecchino hält er nur im Haus, damit ich mich zu Tode ärgere. Warum muss ausgerechnet ich die Hölle auf der Erde schon erleben? Und womit habe ich meinen Mann verdient, der, wenn es ginge, die eigene Frau ins Pfandhaus bringt? Ah! Wollen Sie mit der Perücke Besucher heute empfangen? Hat Arlecchino Sie denn ganz verdorben? Sie ist schon etwas aus der Mode. Die Spitzen von dem Häubchen sind schon schlecht. Sie haben sicher bessere. Natürlich habe ich bessere. Doch liebe gerade diese ich besonders. Verzeihen Sie, für eine Frau aus Ihrem Stande schickt sich das aber nicht. Wenn Sie befehlen, so lasse ich meine beste Freundin kommen. Sie ist Bolognas beste Schneiderin und hat die schönsten Spitzen und wird für nicht mal einen halben Taler Macherlohn ein Häubchen nach der neuesten Mode für Sie zaubern. Ja, ruf sie her. Doch nein, der Aufwand scheint mir überflüssig. Was sie noch schöner macht, kann doch nicht überflüssig sein. Sie sollten alle ihre Kleider ändern lassen nach dem neuesten Schnitt. Dann schaffe ich ihren Schmuck zum Goldschmied, damit er schnell die Passungen verändert. Und dann mache ich Ihnen neue Schminken. Weiß, hellblau, Pariserrot. Die Haare werde ich verschneiden und mit Pomade zu einem nie gesehenen Bau versteiben. Die anderen Bolognese-Rinnen werden platzen. Denn überall, was in Zukunft heißen modern ist, was Signora Beatrice trägt. Beatrice-Frisuren, Schminken aller Beatrice, Kleider Beatrice-Süd. Ja, das werden die Begriffe sein, die aus Italiens Mode nicht mehr wegzudenken sind. Ich glaube, an der Saaltür klopft es. Sieh nach. Sofort! Endlich ein Mensch, der mich versteht. Wenn es auch nur das Kammermädchen ist. Sie spricht sehr schön, doch sagt sie nicht zu viel. Dies alles könnte Wahrheit werden, wenn nicht mein Mann und mein Herr Schwiegervater solche Tölpel wären, die gar nicht wissen, was sie Frauen schuldig sind. Doch werde ich mit Hilfe dieses Mädchens ihnen das Haus zur Hölle machen. Wenn Sie nicht endlich dafür sorgen, dass ich erhalte, was mir zusteht. Signora Beatrice, wissen Sie, wer da ist? Wenn ich erraten wollte, wer gekommen ist, hätte ich dich kaum zur Tür geschickt. Es ist der Signor Lelio. Schick ihn herein. Der hat mir schon gefehlt. Ich brauche was zu lachen. Wollen Sie ihn so halb angezogen nur empfangen? Ich danke dir, Rosaura, du hast recht. Wie leicht verliert doch eine Frau, wird sie von ihrem Mann und dessen Vater so missachtet, auch alle Achtung vor sich selbst. Ich werde mich beeilen, halt ihn so lange auf. Mein lieber Florindo,
Was ich mir da aufgeladen habe, kannst du in 20 Jahren Ehe nicht wieder gut machen. Doch bis jetzt. Schnell auf Holz geklopft, geht alles besser als geplant. Wo bleibt denn der Affe? Ist es einem untertänigsten Diener der Signora Beatrice erlaubt, seinen allergehorsamsten Schritt weiterzusetzen? Die Signora wird sich durch die Aufmerksamkeit eines der allervollkommensten Kavaliere für die glücklichste Person schätzen. Sie also sind die würdige Kammerjungfer der Signora Beatrice, von der ich so viel Treffliches gehört? Zu Diensten. Wie lange ist es her, seit Sie mit Ihren Sammethänden die Schönheit der Signora noch verschönern? Die Sonne vollendet gerade heute zum 8. Male ihren Lauf. Wiewohl vereinte die Natur die körperlichen Gaben mit dem Geist der Signorina. Wie war doch der Name? Rosaura, dem Signor zu Diensten. Rosaura. Rosaura, 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 Rosaura. Rosenwangige. Du mit lilienweißer Brust, holdes Wesen, so geschaffen zu des Mannes Herzens Lust. Wie können Sie nur diese schönen Verse an mich und eine Dienerin verschwenden? Schicksal, nein! Wie grausam bist du doch, solch eine Blume in dem Kleid der Dienstmagd zu verbergen. Gerade niedere Dienste offenbaren oft Geheimnisse des Lebens auf besondere Weise. Wenn ich beim Spinnen sitze und den Flachs, dieweil die Spindel schwillt, vermindere, denk ich an unser Leben. Genauso ist's beim Menschen, denk ich. Wie leicht könnt dieser Faden reißen? Welch eine Einsicht, was für Reflexion! Dies Beispiel lehrt uns auf geniale Weise, die Zeit zu nutzen, bis der Lebensfaden reißt. Hast du schon einen sterblichen Akkord, dem du die Schätze deiner Gnade schenkst? Oh, Senior, wenn ich dir Worten blindlings glauben schenke, so sagte ich sie scherzen. Denn das ist ein Paradoxon. Schätze der Gnade, ich, ein schlichtes Mädchen, soll sie schenken können. Die göttliche Bescheidenheit macht aus dir Penelope. Und ihre Weisheit macht sie zum Ulysses. Wäre nicht nach diesem Vorbild zwischen uns ein Band zu knüpfen. Ich könnte Ihnen keinen Telemach versprechen. Den Erben meines Geistes, deiner Schönheit könnt. Telemach nicht mal das Wasser rein. Das mag ja sein, das arme Kind. Jedoch wird sich Minerva kaum die Mühe machen, unseren Sohn zu unterrichten. Liebste Rosaura, du hast mich tief verwundet. Zwei spitze Pfeile haben mich getroffen. Den einen schoss dein holdes Auge, den anderen dein beredter Mund. Die Wunden werden nicht sehr tief sein, meine Waffen sind nur schwach. Im Herzen fließt das Blut, dort ist die Wunde. Oh, Signor Lelio, sparen Sie diese Worte! Signora Beatrice erwartet Sie! Du bist der Herr meines Herzens! Wenn du mich nicht erhörst, so weiche ich nicht von dieser Stelle! Sie müssen gehen, wenn man uns so entdeckte! Nun gut, ich will gehen. Weil du es willst. Jedoch mein Blut und Herz bleibt hier. Na, das hätte aber leicht schief gehen können. Der ist ja noch zehnmal verrückter, als ich dachte. Das habe ich nicht bedacht. Bin ich auch nicht dumm genug, ihm seine Liebesschwüre abzunehmen, so muss ich doch vorsichtig sein. Wie leicht könnte ich seine Eitelkeit beleidigen? Und dann habe ich einen Feind. Ach was, mit dem werde ich doch noch fertig werden. Ah, alle Kinder! Ja, wer sonst? Was wolltest du mir sagen? Musst du mich so erschrecken? Das wollte ich nicht, zumal du doch der einzige Mensch bist, der mir helfen kann. Wieso denn gerade ich? Du hast den Schlüssel, mir die Tür zu allen Wonnen aufzuschließen. Mein Gott, jetzt fängt der auch so an. Du hast es in der Hand, mich zu vernichten oder mir die Seligkeit zu schenken. Mein lieber Arlecchino, jetzt hör mir zu. Ich will ja gerne alles tun. So wirst du mir den Schlüssel einmal täglich borgen? Was denn für ein Schlüssel? Den zur Speisekammer. Ach, den zur Speisekammer? Bin ich denn schon völlig durcheinander? Und was ist, wenn das einer merkt? Dann kriege ich einmal Prügel mehr. Und ich fliege raus. Nein, nein. Doch weiß ich einen Umweg in dein Paradies. Schnell zeig ihn mir und wenn er durch die Hölle führt. Wenn heute Nacht alle zu Bett sind, wollen wir uns beide in der Küche treffen. Wir machen ein Feuer und setzen den großen Kessel mit Wasser auf. Wenn es dann kocht, gießen wir goldenes Maismehl ganz langsam gleich einem dünnen Wasserstrahl hinein. Du hast das Salz vergessen. Ich hab's nicht vergessen, das ist schon im Wasser. Gut, gut, weiter, weiter. Mit dem Kochlöffel rührst du das Ganze, dabei ich eine Schüssel mit reichlich Butter ausstreiche, in die wir dann eine Lage des dichten Maisbreis schütten, darauf dann Butter und Käse. Schafskäse oder geriebener Parma? Schafskäse natürlich! Ich nehme immer beide.
Also gut, beide. Und noch eine Lage des dichten Maispreis und wieder Butter und Käse. Auch wieder beide. Und noch eine Lage des dichten Maispreis und wieder Butter und Käse. Beide und sauren Rahm. Und dann backen wir schnell noch das Ganze, bis Rahm und Käse oben hellbraun sind. Und damit es noch besser schmeckt, holen wir aus dem Keller eine, nein, zwei Flaschen Wein. Da ist nur noch eine. Wenn wir die nehmen, fällt's auf. Also gut, dann keinen Wein. Das macht doch nichts. Auch ohne Wein wird das ein köstliches Essen. Es muss ja nicht nur bei dem Essen bleiben, wenn mich mein Magen in Ruhe lässt. Komm ich auf andere Gedanken. Ich stell mir vor, wenn wir zwei nicht nur am Tisch sitzen. Na, da stell dir nun lieber nichts vor. Du glaubst wohl, ich weiß nicht, was du heimlich treibst. Was kannst du schon wissen? Ich weiß zum Beispiel, dass du der Wäscherin bei ihrer Wäsche hilfst, nur weil sie jung und hübsch ist. Die Zuber sind ihr zu schwer. Und warum du den ganzen Tag beim Käsehändler stehst? Nur wegen seiner jungen Tochter. Da stehe ich manchmal, weil es so gut nach Käse riecht. Ach, darum bringst du sie auch nachts ins Haus. Darf ich das alles nicht mehr machen? Warum denn nicht? Nur fang nicht wieder an, mir von deinen Gedanken nach dem Essen zu erzählen. Bei den Versprochenen bleibt's. Du musst mir nur, wenn ich dich brauchen sollte, helfen. Das schwöre ich dir. Na, nicht bei meinem Herzen, sondern meinem Appetit. Das ist ein Schwur, den ich dir glaube. Ich bin jetzt ganz der Deine. Vom Kopf bis an die Beine, oh, außen und innen, Tag und Nacht. Wenn's regnet und die Sonne lacht, auf Weg und Steg bei Frost und Hitze. Du rufst nach Alekino und ich blitze. Alekino! Er isst gern. Das allein macht ihn schon sympathisch. Mein Gott, da kommt der Nächste. Also mir geht das zu schnell. Man muss ja schließlich auch mal nachdenken. Nimm viermal Achte und alsdann die Summe sie halbiere man. Setz vier und fünf und sechs darunter. Spiel einen Dreier, du erfährst ein Wunder. Um Gottes Willen, heute spricht die Kabbala so deutlich, dass ich den Rest meines Vermögens darauf setzen möchte. Nimm 4 mal 8, das ist 32. Die Summe, sie halbiere man 16 ist, das halbiert man 32. Setz 4 und 5 und 6 darunter. 4 und der 16. Und was dann? 4 mal 16, das macht dann 64. Die Zahl ist schön. Das mache ich gleich auch mit der 5, das sind dann 80. Gut, und mit der 6? Da geht das nicht so recht, denn 6 mal 16, das ist 96. Das ist zu hoch, weil ich doch schon die 80 habe. Ich kann ja aber 6 und 16 auch addieren. Das macht dann 22. Das passt wunderbar. 22, 64, 80, das ist ein wunderbarer Dreier. Brigella, hier, nimm die Zechine. Setz alles auf die 3. 22, 64, 80. 22, 64, 80. Wollen Sie nicht lieber nur auf 2 setzen? Das nützt mir nichts. Da gibt es viel zu wenig. Um meinem Vater endlich zu beweisen, wie reich man durch das Lotteriespiel wird, brauche ich den großen Treffer. Lauf also los! Nein, warte noch! Wenn mir die Kabbala 3 richtige verspricht, ist da vielleicht auch noch ein 4er drin. Ich will es mit der 5 wie mit der 6 machen. 5 und 16, das ist... 21. 21, ja. Die Zahl ist ungewöhnlich. Doch eben darin kann der Wink des Schicksals liegen. Das sind jetzt 4. 4, 4, 4, 4! Ja, mit der 4 muss ich es genauso machen! 4 und 16, das ist 20, das... ist ja ein todsicherer 5er. Doch für 5 Zahlen braucht man 10 Zechinen und die hab ich nicht. Brigella, hier, nimm diese Uhr und diesen Ring. Versetze sie für 10 Zechinen und damit setzt du die 5 Zahlen. Und die Wucherzinsen, die der Kerl verlangt? Die stören mich nicht. Der 5er bringt doch wenigstens 10.000. Ja, wenn das so ist, haben Sie sicher recht. Ein Glück, dass ich kein Geld zum Spielen habe. Die Sicherheit von denen, die könnten mich noch verführen, auf diesen blöden 5er aufzusetzen. Ich sollte, wenn ich schon mal eine solche Glückssträhne erwischt habe, die 6, die 16 und die 32 auch noch setzen.
hat sie die Kabbala doch ausdrücklich genannt. Oh, man müsste so viel Geld zum Spielen haben, dass man schon wieder nicht mehr spielen braucht. Ich will mit diesem Fünfer ganz zufrieden sein. Zumal er sehr zum richtigen Zeitpunkt kommt. Zu Ehren meines Bruders, den wir heute erwarten, ja, staunt nur, gebe ich ein großes Fest. Der wird mir wenigstens nicht versichern, dass er mich liebt, denn seine Männlichkeit ist mit lauter Lotteriezahlen verstopft. Signor Ottavio, ich habe sie überall gesucht. Wenn dich meine Frau geschickt hat, schweige lieber. Nein, ich hatte letzte Nacht einen kuriosen Traum und habe früher mal gehört, aus Träumen könnte man Glückszahl lesen. Ja, du hast recht, erzähl ihn mir. Mir träumte, ich wäre auf einem hohen Berg. Hoher Berg, das ist die 90. Mit anderen Mädchen spielte ich dort blinde Kuh. Ich tappe so herum, die Augen waren mir verbunden und plötzlich griff ich drei auf einmal. Es waren meine besten Freundinnen, Tonina, Medicina, Cecchetta. Tonina, Medicina, Cecchetta! Tonina, Medicina, Cecchetta! Tonina ist, wenn ich mich recht erinnere, die 60, Cecchetta die 59 und Medicina die Nummer 37. Was für ein schöner Traum! Es geht noch weiter und das Beste kommt noch. Die Mädchen schenken mir, weil ich sie alle drei gefangen, jede eine Handvoll Golddukaten. Zusammen so viel, dass meine Schürze sie kaum noch fassen konnte. Ich wache glücklich auf, was finde ich? Das kleine Hündchen, das, wenn ich eingeschlafen bin, sich heimlich in mein Bett schleicht, hat die ganze Decke voll geschön! Hundedreck bedeutet Gold! Natürlich würde ich diese Zahlen auch noch sehen. Wie haben Sie das nur geschafft, das schwere Spiel so zu beherrschen? Mein liebes Kind, es hat mich viele Tropfen Schweiß gekostet. Allein die Kunst, drei Mondolulis zu erlernen, kostet Jahre. Doch öffnet sie den Weg zu allen mysteriösen Wissenschaften. Darauf schritt ich zum Studium der Kabbalistik des Mirandolani, die wiederum für das Verständnis Alexander Farras unerlässlich ist. Die Stechnomanzie des Trithemi ließ ich von einem klugen Krämer mir erklären, denn leider kann ich nicht so gut Latein. So sammelte ich Schritt für Schritt das Wissen, das heute für mich unentbehrlich ist. Verzeihen Sie, in einem Punkt bin ich da anderer Meinung. Raimondo Lulli ist ein gerissener Betrüger. Mirandolanus hat sich seiner nicht bedient. Er stützte sich auf die Hebräer. Was diese Zauberwissenschaften anbetrifft, so sind sie nicht für unseren Zweck geeignet. Wohl kann man mit Hilfe der Kapiromantie verstorbene Personen im Spiegel sichtbar machen und wenn man sich der Koshinomantie bedient, gewisse Ereignisse voraussehen. Doch um das komplizierte Zahlenspiel der Lotterie vorauszusehen, bedarf es anderer Wissenschaften. Fabrizio de Mascarte hat im Jahre 1683 sein Testament gemacht, männliche Erben mit der... Oh. Langsam! So schnell kann ich nicht folgen, das musst du mir genau erklären. Sehe ich doch, du bist auf dem Gebiet beschlagener als ich. Wenn wir zusammenspielen, müssen wir gewinnen. Ach, ich bin der Glücklichste auf dieser Welt. Dich hat der Himmel mir geschickt als Beistand. Rosaura, lass uns doch so viel gewinnen, dass ich dir kleine Pferdewagen, Schlösser schenken kann. Dann werde ich auch nicht mehr spielen. Nur noch dich besuchen. Und mich ganz anderen Wissenschaften widmen. Jetzt fängt er auch so an. Freust du dich schon? Und wie? Jetzt aber schnell. Brighella könnte sonst die falschen Zahlen setzen. Die nächste Ziehung ist schon in 3 Stunden. Ja. Bis bald. In kurzer Zeit bin ich ein anderer Mann. Jetzt macht mir auch noch der Lotterienarr solche Angebote. Sind denn die Männer alle verrückt geworden? Es stimmt wohl doch, was meine Freundin mir gesagt hat. Die Männer können reden über was sie wollen. Im Kopf haben sie doch immer nur das eine. Florindo auch? Nein, der ist anders. Warum nehme ich denn den in Schutz? Hat er mich nicht verlassen? Also, das ist Beweis genug, dass er nicht anders ist. Und darum werde ich mich an ihm rächen. Wenn ich mir nur erklären könnte, warum er mich verlassen hat. Was habe ich denn nur falsch gemacht?
Da kommt der Signor Momolo. Ob der mir gleichfalls einen Antrag macht? Ich will es ausprobieren. Ihr Diener schon hinüber. Wo ist denn meine Geliebte? Sie wird sie heute nicht empfangen. Was soll das heißen? Ihr Vater hat es ihr verboten. Sie wird sich doch nicht daran halten. Doch, doch. Na gut, dann geh ich wieder. Soll ich ihr Grüße bringen? Nein, nein, wozu? Ja, lieben Sie sie denn nicht? Ja, doch. Und wollen einfach wieder gehen? Was soll ich machen? Wie soll das weitergehen? Das weiß ich nicht. Wollen Sie sie heiraten? Nein. Oder doch? Ich weiß es nicht. Sie wollen nur, wie man so sagt, sich etwas ihre Zeit vertreiben. Na ja, in allen Ehren freilich, wie sich das versteht. In allen Ehren freilich, das versteht sich. Sie ist recht hübsch und sie gefiel mir eben. Ach, ihr verdammten Venezianer, ihr seid doch gleich verliebt, wenn ihr ein Mädchen nur von hinten seht. Ihr habt doch allzu heißes Blut, deswegen kann auch keine Frau euch widerstehen. Ich gebe zu, wir sind davon besonderer Art. Ja, leider, und man merkt das gleich. Hat dir schon mal ein Mann gesagt, wie schön du bist? Die Komplimente gelten doch Diane. Rosaura, nein, sie gelten dir. Das kann ich doch nicht glauben. Ich schwöre es dir bei meiner Heimatstadt. Kennst du Venedig? Nein! Ach, diese Stadt. Ist auch nur so wie jede andere. Gibt's eine Königin der Städte, wär's Venedig. Übertreibung! Das sagst du nur, weil du noch nie in einer Gondel schaukelnd den leisen Liedern am Canale Grande lauschen konntest. In meinen Armen träumtest du, die Welt sei dir zum zweiten Mal erschaffen worden. Ich werde dir die Stadt zu Füßen legen. Komm mit mir. Warum sind Männer aus Venedig nur so stürmisch? Für uns zählt eben ganz allein die Tat. Ja, dann. Dann los! Ich freue mich schon auf diese Gondelfahrt! Jetzt gleich! Ich sag nur noch schnell Diana, liebe Wohl. Muss es denn gleich schon heute sein? Ja, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Das ist sehr schwierig. Was soll denn daran schwierig sein? Ich verstehe schon! Sie wollen Ihr Versprechen gar nicht halten! Doch, doch, jedoch! Was heißt denn hier jedoch? Sie wollen im Wirtshaus fragen, wie viele Mädchen Sie verfügen? Nein, nein, so bin ich nicht! Wenn ich Sie nicht trotz allem noch sympathisch fände, ich würde in die Welt hinaus posaunen! Was Sie mir hier versprochen, wie Sie mich fast aus diesem Haus entführt, ich weiß auch jetzt noch nicht, ob ich es nicht machen werde. Ich sage Ihnen heute Abend, was ich tue. Mir ist, als hätte ich den Verstand verloren. Gottlob ist der Verlust nicht allzu groß. Es ist doch zu merkwürdig mit den Männern. Aber vielleicht darf man es ihnen gar nicht übel nehmen. Die können gar nicht anders. Der Pfau schlägt auch sein Rad, kaum sieht er eine Henne. Und diese Anträge haben aber auch ihren Nutzen. Sie sind nicht ernst gemeint. Schon deshalb werden sie fürchten, ich könnte sie verraten und mir schon deshalb gegen Florindo helfen. Waren das jetzt alle? Habe ich keinen vergessen? Diana, der Dottore, Beatrice, seine Schwiegertochter, der Herr Lelio, Ottavio de Lotterina, der Kavalier Momolo. Ja, das waren sie alle. Also jetzt, wo ich so mittendrin bin, wird mir schon etwas Angst. Obwohl doch bis jetzt, bis auf kleine Schwierigkeiten, alles bestens geklappt hat. Ach, was Angst! Die müssen ja alle mitspielen! Gestatten Sie, dass ich mit Venus Sie vergleiche. Nur wenn ich Sie Adonis gleichgesellen darf. Sie schmeicheln mir. Jedoch die Schönheit meiner Züge ist nur die Reflexion von Ihrer Gloriole. Oh nein, Senor, sie ist ganz original. Mmh.
Selbst Ihre Kammerzofe profitiert von dieser seltenen Wirkung. Auch sie gewinnt in Ihrer Gegenwart. Wollen Sie mit ihr sich Liebe unterhalten? Signora, wie Sie mich nur so missverstehen können. Das Kompliment galt einzig und alleine Ihnen. Und nur durch Sie gewinnt dieses Mädchen einigermaßen. Ansehen, ich würde nie mehr wagen zu erlauben, Sie etwa gar mit ihr... Nein, mit Ihnen? Nein. Ich meine, Ihre Schönheit ist mit Ihrer gar nicht zu vergleichen. Soll ich sie Ihnen rufen? Signora Beatrice, Sie wollen mich missverstehen. Sie sind grausam. Im Gegenteil. Oh, ich begreife, dass Sie bereit sind, alles schön zu finden. Hat es nur Weiberröcke an. Der Adel meiner Denkungsart hat das Erhabene seltener Verdienste nur zum Ziel. Gewähr dafür ist das Vermächtnis meiner großen Ahnen. Mein Herz ist unverwundbar für die Pfeile niederer Lust. So braucht es eine Amazonenfürstin, Sie zu treffen. Sie sind die Fürstin, die mich schon getroffen hat. Zu solcher Heldenleistung wäre ich fähig. Julius Herz, das bisher irdische Frauen seiner Verehrung nicht für würdig hielt, das fand in Ihnen jetzt den Inbegriff der Schönheit und der Tugend. Sie haben meines freien Willens sich bemächtigt und mich in Ihren Bann geschlagen. Ich fange an, Ihr Temperament zu fürchten. Wollen wir Karten spielen? Ist da noch Zeit bis zum Mittagessen? Sie können unbesorgt sein. Ich verspüre keinen Hunger. Aha, so, so. Wie Sie befehlen. Rosaura! Wozu die? Sie soll uns Karten bringen. Am Vormittag spiele ich schlecht, so vor dem Essen. Da bist du ja, Rosaura. Signora Wünschen. Bring uns die Karten. Das wird Herrn Lelio auf andere Gedanken bringen, damit die Wunden seines Herzens er vergisst. Woher weißt du, wovon wir sprachen? Man muss kein Menschenkenner sein, um sowas gleich mit einem Blick zu sehen. Solche verstörten Züge haben nur Verliebte. Ja, wem das Herz voll und die Hosen, Steffel, ich warte. Plötzlich so eilig? Selbst dieses schlichte Mädchen kann den Widerschein der Fallung meines Herzens in den Augen lesen. Oh, könnte diese Glut doch endlich auch ihr Herz erweichen. Die Wahl des Spieles überlasse ich Ihnen. Das würde ich mir nie erlauben zu bestimmen. Gut, dann Pharao. Um Himmels Willen, ohne einen Heller. Signora, ich muss für Sie fürchten. Ach, so ein Ärger. Hab ich doch vorhin. Hat es Rosaura nicht erzählt? Mein ganzes Geld dem Goldschmied gerade gegeben. Mein Mann und auch mein Schwiegervater waren nicht zu Hause. Und dieser Gauner wollte, hätte ich die Summe nicht gleich angezahlt, den Schmuck, der mir so gut gefiel, ohne zu warten, jemand anderem verkaufen. Sie dürfen mir den Einsatz leihen. Mit Vergnügen. Was ist das? Fortuna muss mir übel wollen. Ganz in Gedanken habe ich beim Schneider meine Börse liegen lassen. Und es ist nicht so schlimm. Sie war zwar voll, doch auf das Spiel mit Ihnen zu verzichten, das ist bitter. Wie gut, dass mir das eingefallen ist. Hier sind die Karten. Und ein Beutel voll mit Knöpfen. Ich dachte mir, Signora würden, weil Sie doch vorhin alle Geld der Schneiderin gegeben haben. Es war der Goldschmied. Dumm von mir, natürlich war es der Goldschmied. Weil Sie vorhin dem Goldschmied also all Ihr Geld gegeben haben, schlage ich vor, damit Herr Lelio nicht aufs Spiel verzichten muss, statt eines Golddukaten jeweils einen Knopf zu setzen. Wenn dann Ihr Mann zurückkommt, wird er sicher, falls Sie kein Glück im Spiel haben, verlorene Knöpfe in Dukaten wechseln. Was für ein wunderbarer Vorschlag. Das finde ich auch. Wie viel Dukaten soll ich Ihnen leihen? War Signor Lelio auch beim Goldschmied? Ein Missgeschick erlegt zu meinerseits. Ich habe mein Geld beim Sattel liegen lassen. Nicht beim Schneider? Ja, da war ich auch. Sie wissen nicht genau, bei wem? Nein, leider. Gleich gehe ich los, bei beiden nachzufahren. Nein! Tu es nicht, Rosaura. Warum denn nicht? Ich habe als Kind, kaum 7 war ich, dem heiligen Antonius, der uns verlorene Sachen wiederfinden hilft, ein feierlich Gelübde abgelegt. Mir war mein Lieblingspferd entlaufen, war untröstlich betet und habe ihm gelobt, nie wieder werde ich verlorene Dinge suchen, wenn er nur dieses eine Mal mir hülfe. Ich hatte Amen kaum gesprochen, da wieherte mein Pferd schon vor der Tür. Ich werde doch nicht wegen dieser lumpigen Börse den heiligen Antonius hintergehen. Soll doch der arme Schuster glücklich werden. Was für ein Schuster? War's nicht der Sattler? Sie sagten Schneider. Uns Adligen fällt es schwer, also diese Gewerbe stets zu unterscheiden. Unser Spielberuf. Ich wünsche Glück.
setzen Sie? 2 Golddukaten auf die 6. Die 6 gewinnt. Was haben Sie für schöne Hände? Sie sehen nicht glücklich. 2 auf die 2. Die 2 verliert. Die Sorgenfalten machen alt. Die Falten sind vom Liebeskummer. 5 auf Ass. Leider hat Ass verloren. Ich liebe es, sie so gedankenvoll zu sehen. Und noch 6 Knöpfe auf die 8. Die Knöpfe stehen für Dukaten. Natürlich, sie am Spieltisch, während ich vor lauter Sorgen mir die Haare raufe. Nicht 8, das Ass gewinnt. Die bringt es fertig, von mir Geld zu fordern. Jetzt auf die 6 nochmal 6 Knöpfe. Ich pfeife auch lieber, wenn ich zahlen muss. Venus ist Ihnen holder als Fortuna, denn auch die 6 hat schon verloren. Verdammt, jetzt den letzten auf den König. Geliebte Beatrice, auf ein Wort. Mit Ihrer gütigen Erlaubnis. Wer ist der Mensch, der wagt uns hier zu stören? Es ist nur mein Mann. Oh, meine untertänigste Verehrung. Ich wünschte lange schon, den stolzen Mann zu kennen, der eigener solchen schönen Kleinods ist. Was für ein Kleinod, wenn der wüsste, dass ich mir 3 Zechinen borgen will. Der Diamant, den Sie in Ihrem Haus bewahren, könnte die Welt begeistern durch seine Schönheit, Reinheit und durch seinen Wert. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du noch einen Diamanten hast? Er meint doch mich. Wieso denn dich? Er hat doch Diamant gesagt. Er nennt mich Diamant. Du hast doch nie gewusst, was Frauen gerne hören. Gleich bin ich wieder da, ihnen Revanche zu geben. Ich warte gern. Von mir aus brauchst du gar nicht wiederkommen. Der hat gut reden. Du, ein Diamant. Die Fassung kann ja ich bezahlen. So sag schon, was du willst. Hast du im Spiel schon was gewonnen? Mehr schon als du in deiner Lotterie. Das sagst du immer. Und dann sind es Schulden. Du wirst uns alle noch mit dem verfluchten Kartenspiel ins Elend stürzen. Das wird mir schwerfallen, denn das hast du mit deiner blöden Lotterie schon längst getan. Ich werde öffentlich erklären, dass ich für Schulden meiner Frau nicht einstehe. Spar dir die Mühe, alle wissen, dass die deinen ich bezahlte. Und spielst du auf deine jämmerliche Mitgift an? Das wagst du mir zu sagen, jämmerliche Mitgift. Wenn du mich damals, mich und mein Geld nicht gerade noch zur rechten Zeit bekommen hättest, du müsstest heute auf dem Jahrmarkt Schaukeln bremsen. Oder mit Theater spielen, die ein Stückchen Brot verdienen. Dich nicht auf, mein Liebes. Was heißt dir Liebes? Womit hab ich das verdient? Hätte ich doch meiner Mutter nur geglaubt, die hat dich gleich als das erkannt, was du auch bist. Was? Deine Mutter? Die hast du selber nicht gekannt? Dennoch ist sie im Traume mir erschienen. So, hör doch, Liebling. Alles ist jetzt anders. Liebster Ottavio, hast du denn gewonnen? Noch nicht. Die Ziehung ist erst in 3 Stunden. Ach du Narr! Und ich fall fast drauf rein. Ist es diesmal völlig sicher? Mir fehlen nur noch 3 Zechinen. Die sollst du mir borgen. Signorina, nur noch einen kleinen Augenblick. Mit Vergnügen. Wie soll ich 3 Zechinen haben? Gewinnst du nicht? Ja schon, aber er hat keinen Dreier. Ich selber weiß ja nicht, wann er mir den Gewinn bezahlt. Dann gib mir einen Ring. Wenn du noch einen findest. Oder ein Kleid. Den Teufel werd ich. Lass mir erst Kleider machen. Du kannst doch morgen alles haben, nur heute hilf mir aus. Nichts kriegst du. Muss ich böse werden? Du willst mir drohen? In den 6 Jahren, seit ich deine Frau bin, hast du die 16.000, so hoch war meine Mitgift, restlos durchgebracht. Und jetzt willst du mir auch noch die paar Lumpen, die ich am Körper trage, einfach herunterreißen? 6 Jahre, 16.000, ein paar Lumpen, 6, 16, ein paar? Diesen Zweier muss ich spielen! Ah! Wenn es nicht traurig wäre, so müsste ich lachen. Verzeihen Sie, Signor Lelio. Ich kann den Zorn manchmal nur allzu schwer beherrschen. Er macht sie nur noch schöner. Sie ahnen nicht, wie diese Worte mein Frauenherz gerade jetzt erwärmen. Sie müssen setzen. 5 auf Ass. Das Ass verliert. Sie werden in der Liebe glücklich sein. Und? Frau Schwägerin, wo ist denn Ross? Was weiß denn ich? Stört denn hier immer einer? Ist das die würdige Signorina Schwägerin? Sie ist es. Oh, Signorina, welche Freude ist es, Ihnen meine tiefgefühlte, unschätzbare Hochverehrung zu bezeugen. Ich danke Ihnen, tief gerührt. Ist der verrückt? Nicht ganz. Rosaura! Ja! Wie steht denn das Spiel? Fortuna deckelt der Signora, ich verliere. Es bleibt sich gleich, wer nicht bezahlt. Rosaura. Hier ist der Brief. Wie soll ich Murmelo ihn schicken? Das mache ich schon.
Du musst ihn auch noch lesen, doch sei leise. St. Peters Glocken würden die bei ihrem Spiel nicht hören. Mein Engel. Das schreiben Dichter im Roman. Ich fühle aber so. Und wenn, so darf man das nicht sagen, der kriegt doch gleich den Größenwahn. Aus Ihrem Zögern schließe ich, dass Ihre Liebe schon erkaltet. Nicht doch. Sie dürfen ihm nicht gleich misstrauen. Das quält ihn und er lässt Sie sitzen. Ich werde mir das Leben nehmen. Nicht doch. Also so eitel kann nicht einmal ein Mann sein. Das wird Ihnen niemals glauben. Das ist zu affektiert. Wenn ich es aber fühle. Signorina, wenn Sie den Männern Ihre Gefühle wie offene Karten vor die Nase halten, so machen die mit Ihnen, was Sie wollen. Sie müssen ihn behandeln wie den Fisch im Bottich, der noch nicht weiß, dass er schon bald gegessen wird. Das kann ich nicht. Ich werde Ihnen diesen Brief diktieren. Wie danke ich dir? Der Dottore! Schnell! Nein! Die Knöpfe hab ich gewonnen! Herr Leo muss hier Dukaten tauschen! Wir werden ein andermal von vorn beginnen. Zu einem besseren Zeitpunkt könnte der Dottore gar nicht kommen. Hier, nehmen Sie das Buch! Was mache ich mit meinem Brief? Ach so, geben Sie schon her! Das ist ein Haus, kein Mensch! Hier sind wir! Und Sie, Senor, Sie schweigen bitte eine Weile! Das ist ja eine würdige Gesellschaft. Womit vertreibt sich meine Schwiegertochter denn die Zeit? Liest sie die Liebeskunst von Herrn Ovid? Herr Schwiegervater. Von Frauenanstand und den guten Sitten. Und wozu steht Jana hier herum? Ich habe sie hierher gebeten. Sie hört so gerne, wenn man gute Sachen liest. Wer ist denn dieser stumme Gast? Der Signor Lelio. Er war so freundlich, uns die schweren Stellen zu erklären. Das hätte ich auch tun können. Doch waren Sie nicht da. Und dieser Kavalier, ein Freund des Herrn Ottavio übrigens, ist so gelehrt und dabei so bescheiden. Gehen Sie, sprechen Sie mit ihm. Sie werden Ihre Freude an ihm haben. Wenn du es sagst, so habe ich nichts einzuwenden. Signor, mein Herr, Ihr Diener. Schon lange warte ich auf den Augenblick, die Zierde der Medizin hier in Bologna von Angesicht zu sehen. Signor, ich bin Jurist. Na, sag ich doch. Er ist so grundgelehrt, für ihn gibt es keinen Unterschied der Wissenschaften. Er beherrscht alle. Meinst du, ich könnte das nicht selber sehen? Signor, willkommen. Liebe Rosaura, sei so gut und mach mir Limonade. Ich habe bei Gericht heute gar zu viel gesprochen. Sie sollen gleich bedient sein. Ich mache sie mit Eis, das macht das Hirn frei von der überflüssigen Hitze. Signora Beatrice, Diana, meine Tochter, hört mir zu. Soeben ist Florindo eingetroffen. Ihr werdet selber wissen, was ihr dem Schwager und dem Bruder, der ein Gelehrter ist, an Achtung schuldig seid. Habe ich mich deutlich ausgedrückt. Wie freue ich mich. Den wilden Rüpel habe ich immer schon gehasst. Des alten Lieblingssohn. Jetzt wird's hier vollends unerträglich. Welch angenehme Überraschung. Ich bin schon jetzt ergebenster Bewunderer aller seiner hochgerühmten Fähigkeiten. Das freut mich sehr. Da ist er schon. Da seid ihr ja. Ich freue mich, euch gesund und munter anzutreffen. Ich grüße euch. Omnes. Omnes simul et insolidum. Er spricht Latein. Komm her, mein Sohn. Komm her in meine Arme. Du Trost für meine alten Tage. Was alte Tage? Sie sehen aus, als wollten Sie ein junges Mädchen freien. Kann man das sehen? Schwägerin, mein Kompliment. Ihr habt euch gut gehalten. Ja, das sag ich auch. Ich danke euch und freue mich unendlich. Mihi gratulatur tibi gaudio. Wo ist mein Bruder? Habt ihr ihn schon umgebracht oder schmachtet er im Kerker, weil er es mit euch versucht hat? Sein Charme hat durch das Studium nicht gelitten. Welch ein Glück. Diana, meine Schwester. Bist du schön? Sind in Bologna keine Männer, die das sehen? Doch sicher hast du heimlich einen. Mein Bruder, ich freue mich, dass du zu Hause bist. Ganz meinerseits. Dulcis amor patriae, dulce videre suos. Ich schließe mich den blutsverwandtschaftlichen Wünschen an. Fatuo me tanto dignum non es honore. Wie gut er doch Latein spricht. Wer ist der Herr Florindo? Lass ihn näher treten. Ein guter Freund. Wie wir Lateiner sagen, amicus est alter ego. Komm, Freund Flaminio, mein Vater will dich kennenlernen und du weißt, pater et filius censentur, una et eadem persona.
Ich zittere am ganzen Leibe, wenn nur der Schwindel nicht gleich auffliegt. Er will Bologna kennenlernen, bleibt nur kurze Zeit, kann ohne Umstände mit mir in meinem Zimmer schlafen. Nein, nein, für Freunde meines Sohnes steht mein Haus stets offen. Er wird im Erkerzimmer neben meinem wohnen. Wie Sie befehlen. Er ist wohl etwas schüchtern. Ja, ja, sehr. Ich fürchte sehr, dass ich beschwerlich Ihnen falle. Florendo hat mich überredet, Bologna zu besichtigen. Da hat er recht getan. Der Zauber von Bologna ist berühmt. Sie werden staunen, welche Künste die Bürger dieser Stadt beherrschen. Ihr Fleiß und ihre Kraft sind sprichwörtlich. Was sie begonnen, führen sie, ohne die eigene Person zu schonen, mit in Italien seltener Zähigkeit auch aus. Na, was rede ich da? Sie werden selber es schon merken. Verdammt, hat er mich schon erkannt? Tun Sie, als wären Sie bei uns im eigenen Haus. Florindo, sorge du, dass unser Gast, Signor Flaminio, nichts, was er wünscht, vermissen muss. Sie können sich auf mich verlassen. Was für ein schöner Mann. Sie überhäufen mich mit Ehren, die ich nicht verdiene. Sie haben mir noch nicht gesagt, wo ich Ottavio, meinen Bruder, finde. Er ist dem Lotteriespiel immer noch verfallen. Du wirst ihn heute Abend sehen. Jetzt hör mal zu. Die ganze Stadt hat deine Ankunft schon erwartet. Man spricht auf ganz verschiedene Art von dir. Die Freunde sagen, sehr gelehrt seist du, und deine Feinde gerade das Gegenteil. Ich nun hab vor, einen Disput zu arrangieren, der dir Gelegenheit gibt, zu beweisen, wie weise und gelehrt in Pavia du geworden bist. Muss denn das sein, so lass sie doch bei ihrer Meinung. Was denn, du willst nicht? Hab ich dafür das teure Studium bezahlt? Ich habe Tag und Nacht geschuftet, damit du lernen kannst, um so zu werden wie dein Vater. Und jetzt willst du die kleine Freude mir nicht gönnen? Wenn du es willst, ich bin paratus ad omnia. Ich wusste es, du bist mein Sohn. Ach, noch etwas. Wir haben eine neue Magd im Haus, die ganz erstaunliche Gelehrsamkeit besitzt. So klug waren deine Professoren nicht. Das muss ja wirklich ein Kuriosum sein. So war ein Pavia Rosaura. Jetzt, wo ich weg bin, möchte ich wieder hin zu ihr. Ich bin erpicht, die kluge Magd zu sehen. Sie ist auch hübsch. Und ihr Studenten seid da schnell. Ich möchte so etwas in meinem Hause nicht. Das trauten Sie Ihrem Florindo zu? Und ob. Rosaura ist für mich. Florindo, diese Magd gefällt mir nicht. Ach, Isabella, fang doch nicht wieder an mit deiner Eifersucht. Ich werde in mein Zimmer mich zurückziehen. Oh, bis zum Abend. Sie wollen die Signora nicht begleiten? Ist das in Pavia Mode jetzt so öffentlich? Nicht nur in Pavia, auch in Paris. Solche Dinge zu erfahren, bin ich drauf erpicht. Ja dann, Signora Beatrice, wenn Sie gestatten. Wenn es mein Schwager so empfiehlt. Salvete, amici! Salvete! Das ist doch ein sympathischer Student. Na, Schwesterchen, wann schiffst du denn in den Ehehafen? Erst dann, wenn es der Vater will. Und wenn er nicht will? Werde ich ihm gehorchen. Gehorchen? Stell dich nicht so an, ich sehe es doch, du tätst es lieber heute als morgen. Ach, ich werde rot. Gefällt mein Freund dir? Ha, ist er noch ledig? Selbstverständlich. Vielleicht gefalle ich ihm nicht? Ich werde mal mit ihm darüber reden. Unterstetig. Das gäbe eine schöne Brautnacht. Der ist viel schöner als der Momolo. Ich werde gehen, dass sie reden können. Adieu, mein lieber Bruder. Auf Wiedersehen, Signor Flaminio. Willst du gehen? Ich muss doch meine Arbeit fertig machen. Rede mit ihm. Der Maiedina, Signorina! Oh! Bist du verrückt geworden, die Mädchen solche Flausen in den Kopf zu setzen? Ich werde doch noch scherzen dürfen. Deine Scherze. Ich finde, die gehen mir zu weit. Gut, was befiehlst du? Du sollst an dein Versprechen denken, das du mir gabst, als du in Pavia aus dem Hause meiner Eltern mich entführtest. Der Vorschlag kam von dir. Ja, nachdem du mir die Ehe versprochen hast. Du hast gesagt, gleich nach der Ankunft in Bologna bestellen wir das Aufgebot. Hab doch Geduld. Die Kirche läuft nicht weg. Die kann ja auch nicht laufen, aber du kannst. Wenn du mich ansiehst, werden meine Glieder steif. Och, ich hab deine dummen Witze satt. Ich schwör dir, dies Haus werd ich verheiratet verlassen. Und du wirst dein gegebenes Eheversprechen halten. So wahr ich Isabella heiße. Reg dich nicht auf. Bei unserer Hochzeit denken sonst die Gäste, sehen sie die Braut an. Es wäre schon die goldene. Oh. Oh. Du Schuft! Du Flieger!
ich mit dir weglief? Ich frage auch, wo waren meine? Da bin ich wieder. Und hier ist das Mädchen. Wo bist du denn? Immer herein. Hier bin ich schon. Jetzt schlägt der Blitz ein. Hat schon eingeschlagen. Ist dieser Senior Ihr studierter Sohn? Er ist es. Das Weib habe ich doch schon gesehen. Gestatten Sie, Senior, mich Ihre Dienerin zu nennen? Das richtige Gewitter fängt erst an. So eine Bestie, sie ist hier. Hey, Florindo. Ja? Hat Ihr Anblick schon die Sprache verschlagen? Was soll dann werden, wenn sie spricht? Liebe Jungfer. Mein Vater hat mir schon von euch erzählt. Er sagte, ihr sollt sehr gelehrt sein. Erlauben Sie, Senior, dass Ihre Hand dich küsst. Das ist doch heute nicht mehr Brauch. Erlaub es ihr, sie tut's aus Ehrfurcht. Wenn du meinst. Was sagst du dazu, dass ich vor dir da bin? Ah! Was ist denn? Ich hab da eine kleine Wunde. Ich will sie sofort behandeln. Nein, nein! Die Mühe lohnt nicht. Sie ist fast verheilt. Fast ganz verheilte Wunden sind gefährlich, wenn sie schmerzen. Senor Dottore! Wie heißt dieses Mädchen? Rosaura. Und wo kommt sie her? Aus Pavia? Kann sein. Das ist die ganz bestimmt. Ich bin verloren, wenn die mich erkennt. Senor Dottore, wer ist denn der andere Herr? Ein lieber Freund von meinem Sohn. Ach, so ist das. Na, dem Herrn werde ich mal Feuer machen. Senor Florindo, kann das sein, dass Ihren Freund aus Pavia ich kenne? Das wird ja immer schlimmer. Ich glaube kaum. Er ist aus Mailand. Ja, aus Mailand. Haben Sie Verwandte dort? Ich meine in Pavia. Flaminio, hast du Verwandte? Ja, in Pavia. Wieso in Pavia? Weil ich in Pavia eine Signorina kenne, die Ihnen wie ein Ei dem anderen gleicht. Sie ist eines Professoren Tochter. Ihr Name war... war Isabella. Jetzt ist es aus. Hast du mir nicht erzählt, Flaminio? Dein Vater hätte einen Bruder, den er nicht zu der Verwandtschaft rechnet, weil der ihn eins ums Erbe hat geprellt. Und der, so sagt man, lebe jetzt in Pavia! Ja, ja! Und er, so hört man, habe eine Tochter. Ja! Hast du mich nicht gefragt, ob ich dies Mädchen nicht in Pavia gesehen? Ja! Ja! So wird es sein. Das klärte freilich alles. Ja, solche Ähnlichkeiten sind ein wahres Wunder. Doch findet man sie öfter, als man denkt. Rosaura, habe Mitleid. Hast du es verdient? Darf ich, Signor Flaminio, Sie in Ihr Zimmer nun geleiten? Es liegt gleich neben mir. Und Sie, Signor, Sie nehmen sicher doch Ihr altes Zimmer. Ja, natürlich. Es liegt am völlig anderen Ende. Und wenn du zu ihr willst, so wächst du deinen Vater auf. Du Satan, denkst an alles. Darf ich vorangehen? Florindo, mach was, sonst geschieht ein Unglück. Sehr gütig, gerne folge ich Ihnen, nur weg von hier. Florindo, mach was! Was denn? Wir sind allein, Florindo! Fällt dir gar nichts ein, du bist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Ich gebe zu. Im Augenblick fällt es mir schwer, mich zu erklären. Das Auge irrt. Der Mensch schwankt. Die Worte kannst du dir schon sparen. Erklärungen brauchst du mir nicht zu geben. Glaubst du denn wirklich, ich hätte Isabella nicht erkannt? Ich will nur wissen, wirst du dein Versprechen halten und mich heiraten? Das dachte ich, dass du deswegen hergekommen bist. Das war ja auch nicht schwer zu raten. Was könnte ich denn für andere Gründe haben? Also mach's kurz, ja oder nein? Hab doch Geduld. Ich halte mein Versprechen schon. Und weil du dein Versprechen halten wolltest, bist du doch ganz heimlich weg aus Pavia. Das war falsch, das weiß ich selber. Ich kann doch kaum zu Hause, nicht zu meinem Vater gehen. Hör zu, ich heirate. Hast du denn deinen Vater auch um Rat gefragt, dass du mir das Versprechen gabst? Natürlich nicht. Also, ja oder nein? Und was soll ich mit Isabella machen, hä? Das musst du dir schon selber überlegen. Hast du mich denn gefragt, hast du aus Pavia sie mit dir hergebracht? Also, ja oder nein? Rosaura, zwingen darfst du mich nicht. Und warum nicht? Sag mir das bitte. Durch Zwang.
ist keine gute Ehe noch entstanden. Kann sein, doch habe ich dich nicht gezwungen, mir die Ehe zu versprechen, oder? Hab ich denn das gesagt? Nein! Doch du handelst so! Also was ist? Ja oder nein? Wenn du so drängst, kann ich mich nicht entscheiden. Ich kann ja gar nicht ruhig denken. Damals, als du mir das Versprechen gabst, wolltest du da denken? Erinnere jetzt nicht an die schönen Stunden. Sie würden so erwähnt in der Erinnerung verblassen. Du kannst entscheiden, ob noch schönere folgen sollen. Was soll ich denn entscheiden? Siehst du denn nicht, ich kann mich doch nur zwischen beide Stühle setzen. Willst du dein ganzes Leben auf der Erde sitzen? Wenn nur die Stühle weg wären, ich käme schon wieder auf die Beine. Dein Stuhlvergleich ist wenig schmeichelhaft. Doch um dabei zu bleiben, nimm den anderen. Ich werde mir zu helfen wissen. Was hast du vor? Schon wieder eine Teufelei. Ich weiß, woran ich bin. Das war mir wichtig. Ich kann getrost jetzt einen anderen zum Altar geleiten. Was? So schnell? Hast du ihn? Während wir auch schon gekannt. Das braucht dich jetzt nicht mehr zu kümmern. Zum Trost. Wir lernten uns erst in Bologna kennen. Hier in Bologna kenne ich den vielleicht? Sicher, du möchtest nicht darüber reden. Du wirst das morgen schon erfahren. Da ist Hochzeit. Das sagst du nur, um mich zu ärgern. Na, fahr bis morgen. Das wird ein schöner Windhund sein, der so von heute auf morgen zum Altare geht. Ich rate dir zu mehr Respekt. Ich soll Respekt empfinden vor dem Kerl, den du dir, nur weil du schnell unter die Haube willst, geangelt hast. Das kriegst du nicht so auf. Du bist wieder ganz rot. Pass auf dich auf, du könntest Isabella sonst enttäuschen. Wer ist der Kerl? Wenn du es halt wissen willst, dein Vater. Das schlägt dem fast den Boden aus. Hältst du mich für blöd? Warum? Den Bären lasse ich mir von dir noch nicht aufbinden. Dann musst du schon bis morgen warten. Und wenn das stimmt? Leb wohl, Florinde. Wenn auch nicht durchs Band der Ehe, so sind in Zukunft wir ja anders, eng verbunden. Durch meine Heirat morgen werde ich zumindest dem Gesetze nach. Was red ich? Du bist Jurist und weißt das selber, deine Mutter? Ich werde also auf die Entschlüsse, die du fasst, gewissen Einfluss nehmen. Doch fürchte nichts, ich werde dir eine gute Mutter sein. Nochmals, leb wohl, Florindo. Diese Megäre hab ich geliebt. Junge, was ist? Du siehst ja ganz verstört aus. Hast du dich mit Rosaura eingelassen? Ich habe dich gewarnt. Die steckt dich in den Sack. Ja, ja, das Mädchen ist was ganz Besonderes. Sie ist eine Hexe. Mein lieber Sohn Florindo, wenn eine Frau gelehrt ist, muss sie keine Hexe sein. Sie hat sie hintergangen? Ja, warum denn? Ihr stehen andere Ehren zu, als hier im Hause Markt zu sein. So ist es wahr! Lieber Vater, Sie sind gewohnt, den Dingen auf den Grund zu gehen. Wie können Sie nur so sich täuschen lassen? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ein Mädchen! Noch so jung und so gelehrt. Da muss der Teufel seine Hand im Spiele haben. Wo hat man je schon eine Frau gesehen, die schön und klug zugleich ist? Das kann doch nur Blendwerk der Hölle sein. Das Mädchen hat der Himmel, nicht die Hölle mir geschickt. Was soll das heißen? Nur so viel, dass du mit dem Gedanken dich vertrauen musst, sie immer und nicht mehr als Magd im Hause hier zu sehen. Das bedeutet? Das bedeutet, ich spiele länger schon mit dem Gedanken, den Gipfel meines Lebens durch die Ehe mit Rosaura zu verschönern. Um alles in der Welt! Solch eine riesengroße Dummheit wollen Sie begehen! Ich rate dir zu überlegen, was du sagst. Ich kann verstehen, wenn du eifersüchtig bist, nur dass ihr Jüngeren solche Frauen nicht bekommt, ist ganz alleine eure Schuld. Ihr seid zu unbeständig, viel zu wild für solche Engel. Und Sie sind für Rosaura viel zu alt. Das wagst du mir ins Angesicht zu sagen? Ach so, du fürchtest für dein Erbteil. Das ist richtig.
Doch hat dein Studium genug gekostet. Den Rest wirst du erhalten, wenn auch nur zum Teil. Denn du wirst ihn mit deinen Brüdern und den Schwestern teilen müssen. Wieso Plural? Ich habe einen Bruder nur. Und eine Schwester. Was ist? Das muss ja nicht so bleiben. Sie wollen mit der Hexe Kinder zeugen. Und viele. Schon, um dir zu zeigen, dass ich nicht zu alt bin. Jetzt Spaß beiseite, lieber Vater. Sie können diesen Satan nicht zum Weib nehmen. Sie will uns alle doch vernichten. Jetzt reicht es mir, jetzt habe ich genug. Ich werde es nicht länger dulden, dass mein eigener Sohn in meinem eigenen Hause meine auserwählte Frau beschimpft. Wenn du in Zukunft wieder von Rosaura sprichst, bedenke doch, du sprichst von deiner Mutter. Denn so wirst du sie bald schon nennen müssen. Schon wieder Mutter. Gib mir einen Strick. Willkommen, junger Herr. Wozu denn einen Strick? Er will uns zur Begrüßung schlagen. Schlagen? Misst ich Sie für diese Teufelei? Woher nimmt sie den Mut? Mut? Auch noch, Brighella, du sollst mutig sein, weil er dich hauen will. Zerhauen will ich diesen Knoten. Er hat noch keinen Strick und schon einen Knoten. Damit die Schläge besser wehtun. Wehtut's. Den eigenen Vater in der Schlinge dieses Weibs zu sehen. Vaterschlinge? Weib! Der Vater wird sein Weib aufhängen wollen. Aufhängen will ich mich! Doch nein, den Spaß gönn ich Rosaura nicht. Und meinem Vater kann ich das nicht antun. Vater antun? Also will der Vater nicht das Weib, sondern das Weib den Vater umbringen. Umbringen will ich sie. Sie sollen mir büßen. Büßen? Das Weib wird büßen müssen im Gefängnis. Ins Gefängnis will ich sie bringen. Aus welchem Grund? Betrogen hab ja ich und hab sie doch geliebt. Ach, wen hat der Vater denn geliebt? Der Vater, den hat das Weib doch umgebracht. Wahrscheinlich wollte er sie nicht heiraten. Heiraten will ich sie. Wen will er heiraten, du hast... Rosaura. Rosaura, wie kommst du auf Rosaura? Das Weib, das seinen Vater hat gemordet, der Vater stand im Weg. Im Weg steht Isabella. Wer ist denn nun schon wieder Isabella? Das Weib, das seinen Vater hat gemordet, weil der im Weg gestanden hat. Jetzt müssen Sie die Leiche noch begraben. Begraben kann ich diese Hoffnung. Rosaura nimmt mich doch nicht mehr, selbst wenn ich alles eingestehe und Isabel verschwindet. Rosaura nimmt ihn nicht und Isabel verschwindet. Da hat Rosaura recht. Warum soll sie die Leiche von dem Vater nehmen, den diese Isabella umgebracht hat? Weil der im Weg gestanden hat, jetzt muss die Isabella selber mit dem toten Mann verschwinden. Kannst du nicht einmal deine Klappe halten? Ich muss doch wissen, was hier vorgeht. Du denkst zu langsam. Ich bin längst im Bilde. Ich weiß schon, wer der Mörder ist. Ich... Ich bin der Mörder meines Vaters. Ob ich den Sachverhalt entdecke oder nicht, ihn trifft der Schlag, wenn ich die Wahrheit sage. Sage ich sie nicht, bringt diese Heirat ihn ins Grab. Das hält der alte Mann nicht aus. Ich kenne doch Rosaura. Heirate ich sie, dann ist der Vater tot und Isabella. Denn die wird lieber sterben, als auf mich verzichten. Heirate ich sie, dann stirbt nur einer. Doch es ist mein Vater. Rein rechnerisch ist die Variante günstig. Doch lebe ich an Isabellas Seite auch nicht lang. Dafür sorgt sie mit ihrer Eifersucht. Ich kann die Fäden nicht entwirren. Brighella Arlecchino, meine lieben Freunde, wie geht es euch? Seid ihr wohlauf? Danke, uns geht's gut. Ich schlafe jetzt und keiner soll mich stören, denn wichtige Entschlüsse harren meiner. Ich weiß nicht was, doch etwas wird geschehen. Ich werde dieses Haus verlassen.
Mein Plan war gut, doch habe ich eines nicht bedacht. Ich kann Florindo zwingen, sein Versprechen einzuhalten. Doch nicht, dass er mich wieder liebt. Leb wohl, Brighella. Auch wenn es gar nicht dazu kam. Ich danke dir dafür, dass du mir helfen wolltest. Jetzt willst du weg. Gerade jetzt, wo du den Kerl schon in der Tasche hast. Als ich und Arlecchino ihn begrüßen wollten, sah er uns nicht, obwohl wir ihm vor seiner Nase standen. Er rannte auf und erbrauchte sich die Haare, schmiss wilde Blicke und redete. Für mich zum Teil ganz unverständlich Zeug, doch so viel habe ich begriffen, er resonierte gegen dich. Sprach auch vom Vater und von einer Isabella. Ich weiß nicht, was er vorhat, auch nicht, was er meinte, doch so viel sag ich dir, er lebt. Du kannst mir glauben, denn ich sag das ungern. Du weißt, ich bin das Netz, in das du fällst, geht es dem und so weiter. Er liebt und ganz bestimmt nur dich. Warum verleugnet er es dann? Die Männer sind da eigen, machen einen Fehler, merken es und machen noch drei neue, bevor wir eingestehen, dass es einer war. Ich wünschte sehr, du hättest recht. Brighella irrt nicht. Nicht in diesem Fall. Wie soll das weitergehen? Florindo denkt doch jetzt, sein eigener Vater nehme mich zur Frau. Deswegen wird er liebt, er dich nicht länger schweigen. Bei dem Disput heute Abend ist Gelegenheit. Du musst den Alten noch verliebter machen, damit Florindo richtig kocht. Ich mag nicht mehr. Nur noch einmal. Gut. Dort kommt Ottavio. Was? Wie gerufen. Der muss zu dem Disput dich laden. Brighella, lass mich jetzt nicht allein. Ich mach das schon. Verfluchtes Pech. Wo war denn diesmal mein Verstand? Wieso denn diesmal? Er tut gerade so, als hätte er sonst einen. Lieber Brighella, stell dir vor, durch einen dummen Zufall habe ich diesmal nicht gewonnen. Wie war denn das nur möglich? Ja, höre, ganz deutlich hat die Kabbala diesmal gesprochen. Doch muss ein Umstand, wüsste ich doch nur welcher, mich irrgeleitet haben. Welch jämmerliches Pech! Sie haben die Zahlen, die Sie kannten, nicht gesetzt? Ich setzte sie nicht, weil ich sie nicht kannte. Dann brauchen Sie sich weiter nicht zu ärgern. Doch hat die Kabbala sie mir genannt. Wie das? Die Zahlen 16, 36, 38 sind herausgekommen. Das hat die Kabbala vorausgesagt, nur ich habe das ganz falsch verstanden. Hier steht, nimm 4 mal 8 und als dann die Summe sie halbiere man. 4 mal 8 ist 32, also ist die halbe Summe 16. Und die erste Glückszahl, die ich nicht gesetzt. Aber es geht ja noch weiter. Setz 4 und 5 und 6 darunter. Das ist ganz eindeutig. Nur ich habe statt unter 32 unter 16 sie gesetzt. Dabei ist 32 und 4 ganz eindeutig 36. Und die zweite Glückszahl. Und hätte ich, wie es die Kabbala empfiehlt, die 32 mit der 6 addiert, wäre 38 rausgekommen. Und mein sicherer Gewinn. Was war nur mit mir los? Das war doch nicht zu übersehen. Der Teufel wird mich wohl verblendet haben. Der gibt sich doch mit so etwas nicht ab. Ach, und wie willst du mir erklären, dass Mirosaura diese Zahlen auch genannt hat und ich sie ebenfalls nicht setzte? Sie hat von einem hohen Berg geträumt und ich habe 90 dafür eingesetzt und habe nicht bedacht, dass 90 bestenfalls ein Maulwurfshügel ist und 16 für Gebirge steht. Ich sage dir, es war der Teufel. Signor Ottavio, kommen Sie heute Abend auch zu dem Disput? Für solchen Unsinn habe ich keine Zeit. Ich muss die Kabbala noch gründlicher studieren. Die nächste Ziehung ist schon übermorgen. Für Ihren Bruder wird das sicher ein Erfolg. Kunststück. Das Geld, das der uns schon gekostet hat, im Lotteriespiel angelegt. Ich wäre der reichste Mann von ganz Bologna. Es wird sich keiner finden, der ihm überlegen? Ja, leider. Ich würde ihm gönnen, dass ihn einer in die Pfanne haute. Das müssten Sie schon selber tun? Ich? No, das geht nicht. Vom Lotteriespiel weiß der so viel wie der Blinde von der Farbe. Rosaura müsste mit ihm disputieren? Rosaura? Natürlich, wunderbar. Wenn er Rosaura unterliegt, ist er blamiert bis auf die Knochen. Siegt ihr, bringt's keinen Ruhm, denn es war nur die Magd. Brighella, verrat noch nichts. Ich werde dann ganz diplomatisch diesen kleinen Stein ins Rollen bringen. Diesem studierten Affen gönne ich den Reinfall. So, das wäre angekocht. Jetzt wollen wir hier für die gelehrte Hausversammlung alles vorbereiten. Wo ist denn wieder dieser Arlecchino? Arlecchino! 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 Hast du mich gerufen? Nein, Bacchus war es, er wollte dich zum Saufen laden. Lieber Brighella, unterlass die Scherze! Los! Hilf mir! Ich habe keine Zeit, ich bin beim Essen. Frisst du schon wieder? Ich denke nach und dabei muss ich immer essen.
Dann lass das denken, ja? Und wer soll den Dottore schützen? Oh, 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 schon wieder diese alberne Geschichte. So, denn alberne Geschichte. Du hast doch selbst gehört, dass eine Isabella unseren Herrn ermorden will. So, fang doch diese Isabella aber erst hier helfen. Und wer beschützt Rosaura in der Zeit? Ihr Schutzengel. Im Gegensatz zu dir muss der nicht essen und kann deshalb viel besser sie beschützen. Vor Schmatzen würdest du die Hilferufe sowieso nicht hören. Oh, ich warne dich, du wirst beleidigen. Das Einzige, was dich beleidigen könnte, ist ein leerer Teller. Und leere Köpfe, so wie deiner. Besser leer als voll mit Maisbrei. So, das reicht. Das hast du dir alleine zuzuschreiben. Los, bet mir nach. Wollt ihr euch prügeln? Wenn du es willst, höre ich auf. Der arme Kino war dein Auftritt lebenswichtig. Er fällt nicht mehr unter uns ohne dein Kommen. Jetzt reicht's mir aber. Wo willst du liegen? Rosaura, halte mich zurück. Ich kann in meiner Wut mich nicht beherrschen. So, hört doch auf. Ihr seid doch ganz erwachsen. Weil du es willst. Brigella Friede. Na, na. Gut, Friede, weil Rosaura es so will. Fang aber nicht mit der Geschichte wieder an. Rosaura, soll ich sie erzählen? Ah! Nicht jetzt, ihr müsst doch für den Abend alles vorbereiten. Dann heute Nacht. Ich warte in der Küche. Ah! Der Dottore. Hält sie mal. Liebe Rosaura, Arlecchino und Brigella haben sich geprügelt. Ich hab's gehört, doch bin ich nicht gekommen, weil sie auch mich ja doch nicht hören. Sie prügeln weiter und ich ärgere mich. Das aber schadet der Gesundheit. Nichts von Gesundheit. Sie könnte denken, sonst ich will sie nur als Pflegerin. Ja, so ein Haus, in dem den Herren eine Hausfrau fehlt. Haus ohne Hausfrau ist wie Suppe ohne Salz. Salz ist alten Männern schädlich. Ich habe oft darüber nachgedacht, doch immer wieder dann gezögert. Auch ließ die Arbeit mir kaum Zeit, in Ruhe für mein eigenes Glück zu sorgen. Doch das hat jetzt mit einem Schlage sich geändert. Seitdem du hier bist, wachsen meine Kräfte. Ich fühle es, meine besten Jahre fangen an. Signor, ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Das kannst du auch noch nicht, mein Eselsmäulchen. Ach, wie entzückend dir die Unschuld steht. Für dich wird es jetzt Zeit, dir einen Mann zu wählen. Und dieser Mann, den du dir wählst, bin ich. Dottore, ich bin ganz von Sinn. Das glaube ich dir gern. Ich habe im Geheimen, das gestehe ich, manchmal daran gedacht, mein Teilchen dazu beizutragen, ihr Geschlecht zu mehren. Oh. Nur meinte ich auf andere Weise. Oh, ich verstehe dich. Du sollst vor Augen aller Welt die meine werden. Wir werden morgen gleich Verlobung feiern. Jetzt muss ich eilen, der Disput. Bald bin ich dein. Nur einen Kuss. Ein Kuss kann nicht als Eheversprechen gelten. So steht das im Gesetz. Und außerdem, er kann ja noch mein Schwiegervater werden. Rosaura, heißgeliebt, ihr ergebener Diener. Ich schlage vor, Sie lassen diese Heißen reden. Sie verrät mich. Ich war den ganzen Tag zu keiner Arbeit fähig. Meine Gedanken waren nur bei dir. Das ist ein schöner Grund fürs Nichtstun. Mein Herz ist schwer verwundet. Ein Pflaster. Ein Brief von dir? Nein, von Diana. Sie schreibt? Ich weiß, sie hat ihn mir gezeigt. Dass du zu unserem Glück uns helfen willst? Sie haben nichts verraten. Nein, sollte ich das? Wie soll ich Ihnen danken? Es könnte sein, Sie finden bald Gelegenheit. Ach, Sie werden drüben schon erwartet. Rosaura, auf zur letzten Schlacht. Dabei frage ich mich, lieb ich ihn noch? Durch meinen eigenen Schwindel, der nicht schön war, habe ich entdeckt, dass viele Menschen ohne Schwindel gar nicht leben können. Und wenn Florindo auch so ist, wozu denn dann der Sieg? Wozu die Schlacht? Noch könnte ich fliehen. Nein, das wäre feige. Ich will ja auch Gewissheit und noch ist alles offen. Noch muss mein Plan nicht für die Katz gewesen sein. Wie lächzt meine Ohren vom Klange ihrer schönen Stimme auf so vollkommene Art verwöhnt zu werden. Sie werden hoffentlich nicht geizen, noch eine Prise Ihres Geistes uns zu schenken. Mit Vergnügen. Auch ich bin dreist genug, wenn es erlaubt ist, meinen bescheidenen Teil zur Unterhaltung beizutragen. Ich bitte euch jetzt Platz zu nehmen. Hier, Beatrice, Diana, meine Tochter, hier, ich setze mich in die Mitte.
Gestatten Sie an Ihrer Seite die Schönheit dieses Abends verschönt durch Ihre Nähe zu genießen. Doch darf es Ihren Geist nicht irritieren. Der wird zu Ihrem Vortrag noch gebraucht. Signora, ach, ich liebe Ihre Scherze. Erlauben Sie, verehrte Signorina, hier neben Ihnen meinen Platz zu wählen? Wenn Vater nichts dagegen hat. Was soll ich denn dagegen haben, wenn er sich hinsetzt? Wenn das der Fremde hergekommen wäre. Signor Flaminio, nehmen Sie doch Platz. Ottavio, setz dich auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein guter Platz. Ich werde nächstens auf die 7 setzen. Schöne Damen, hochverehrte Herren, für meinen Vortrag bitte ich um Nachsicht. Heiß war der Tag und hatte bereits vollendet die Mitte. Und auf dem Polster zur Rast hatte ich die Glieder gestreckt. Halb war geöffnet und halb war verschlossen der Laden des Fensters und die Beleuchtung matt, wie in den Wäldern sie herrscht. Diese Beleuchtung musst du schüchternen Mädchen bereiten, da sich die ängstliche Scham drin zu verstecken gedenkt. Siehe, Corinna sie naht, umhüllt vom entgürteten Kleide und ihr entfesseltes Haar wallt um den glänzenden Hals. Florin, Schluss! Willst du uns Wirtshausverse rezitieren? Das ist aus den Amores von Ovid. Ganz umso schlimmer! Wir alle hier erwarten Proben dessen, was du in Pavia an Wissenschaft gelernt hast. Soll ich euch einige Paragraphen des römischen Rechts herunterbeten? Nein, bitte nicht! Ich finde seinen Vortrag recht erbaut. Natürlich du, das ist ja auch ganz dein Geschmack. Ich fand ihn auch schön. Was, du, Diana? Ist denn in diesem Hause jeder Anstand schon zunichte? Liebt keiner mehr die Schönheit reiner Wissenschaft? Ich so bitte dich, eine These aufzustellen, die wir diskutieren können. Ich bin bereit, mit jedem, der es wagt, zu streiten. Ja, eine These. Nur Mut. Wer stellt sie auf? Ja, eine These. Ja. Eine These. Nur darf sie nicht so einfach sein. Ja, bitte, Signor Lille. Ja, wieso ich? Ich habe nur die Worte Ihres Vaters unterstrichen. Im wissenschaftlichen Disput bin ich ganz aus der Übung. Im Streit der Künste wäre ich als Gegner wohl zu fürchten. Dann, Signor Momolo! Nein, nein, das stimmt mir nicht zu. Ich habe mein Studium noch nicht beendet. Wie könnte ich? Ich möchte einen Vorschlag machen. Um Lotteriezahlen streite ich mich nicht. Ganz recht, für Laien ist das auch kein Thema. Wir haben doch im Hause dieses kluge Mädchen. Mit ihr kann mein gelehrter Bruder disputieren. Verflucht, das hat der Satan ihm geflüstert. Ein wunderbarer Vorschlag, Brighella, hole sie. Mein lieber Vater, nein. Das können Sie von mir doch nicht verlangen. Ich habe nicht studiert, um jetzt mit einer Magd um Küchenkräuter mich zu streiten. Wenn sie kommt, werde ich den Raum verlassen. Dem Mädchen steht ein Platz in unserer Mitte zu, das sage ich, dein Vater. Geliebte Schwägerin, was sagen Sie? Sie fürchten wohl um Ihren Siegeslorbeer. Ich teile die Meinung Ihres Vaters. Signor Lelio, was ist Ihre Meinung? Ich kenne ja Rosaura nur sehr flüchtig. Doch halte ich sie für leidlich klug, somit als Gegner im Dispute durchaus ebenbürtig. Dank für das offene Wort. Ja, habe ich noch was falsch gemacht? Signor Momolo, Sie selber sind ein Mann der Wissenschaft. Urteilen Sie, ob so etwas mir zuzumuten ist. Nun ja, vom Standpunkt des Gelehrten. Sicher nicht. Na bitte! Doch geht es hier um eine heitere Unterhaltung. Ich bin ganz sicher, Rosaura sollten Sie nicht unterschätzen. Ja. Dank für den Ratschlag! Bah! Flaminio! Freund, sprich du. Denn meinen Bruder, dem ich diesen blöden Vorschlag danke, brauche ich ja wohl nicht zu fragen. Ich kenne mich in diesen Dingen wenig aus und schließe mich deshalb der Meinung unseres Hausherrn an. Das Mädchen wirst du ja wohl aufs Kreuz legen können. Dazu wird dein Verstand ja reichen. Mir passt das gar nicht, dass die hier dabei ist. Doch die Blamage gönne ich ihr. Die ungeteilte Meinung freut mich sehr. Rosaura ist ein wunderbares Mädchen. Brighella, hol sie schnell. Es kommt mir zwar nicht zu, doch sage ich auch. Rosaura ist ein wunderbares Mädchen. Zufällig einmal hat Brighella recht, doch irrt er, wenn er Wunderbares sagt. Es muss das wunderbarste Mädchen heißen. Du siehst, Florindo, auch die beiden schlichten Männer bestätigen das Urteil, das wir alle längst gefällt. Wie hat sie in der kurzen Zeit nur solchen Einfluss sich verschaffen können? Wenn sie es alle also wollen, jetzt bin ich nur gespannt, was sie sich ausdenkt, dann muss ich mich ja wohl der Mehrheit fügen. Bravo, bravo, bravo! Er mit so viel unverdienter Gütigkeit
erscheine ich vor Ihnen voll von Bestürzung und voll Scham. Und zweifeln sehen Sie mich, ob ich die Aufgabe, die Sie mir stellen, noch lösen kann, denn ich bin nur ein schwaches Weib. Und das, was ich gelernt habe, wird vielleicht nicht reichen, vor so verwöhntem Auditorium zu bestehen. Signor Florindo hat studiert. Ich hatte keine Lehrer, außer einem. Doch möchte ich nicht im Vorhinein mit meinen Mängeln prahlen. Ich will mich dem Dispute stellen. Die These lautet... Es ist noch keine aufgestellt, das sollst du tun. Ich schlage vor, den Rechtsstreit zwischen Mailand und... Ja! zu erörtern, wo man auf wirklich interessante Weise... Signor Florindo, es sind Damen hier im Raum. Was könnte für Sie an dieser alten Sache interessant sein, zumal Ihr Ausgang längst bekannt ist? Wenn Sie erlauben, so möchte ich eine These formulieren, deren Erörterung allen gleichermaßen Vergnügen kann bereiten. Zudem hat sie den Vorteil, praktisch anwendbar zu sein. Was hat sie sich nur ausgedacht? Bitte sehr! Ich bin bereit zu allem. Ich habe in Pavia manchmal, was heißt manchmal oft, recht komplizierte Fälle disputiert und, ohne mich zu rühmen, kann ich sagen, mit Erfolg. Die Ehre ist für mich nur umso größer. Hier ist mein Argument. Derjenige Mann, der einer ledigen Frau verspricht, die Ehe mit ihr einzugehen, ist auch verpflichtet, sein Versprechen einzuhalten. Signor Florindo, sind Sie damit einverstanden? Ach, ich verstehe. Da willst du hinaus. Na, warte! Es ist mir... recht, die These zu erörtern. Mit der gezogenen Konsequenz jedoch bin ich nicht einverstanden. Solch ein Disput kann unterhaltsam sein. Zweifelsohne sehr. Du wirst doch nicht erörtern wollen, was ich in einer Laune so dahergesagt habe. Wunderbare Sauerei, ich drück dir beide Daumen. Ich auch, doch für Florindo, denn wenn sie recht behält, habe ich Diana ewig auf dem Hals. Für mich kommt dieser Streit zu spät. Ich leide schon an Konsequenzen. Du solltest wenigstens darauf verzichten, mich in Gesellschaft immer wieder taktlos anzugreifen. Nur Ruhe, liebe Schwiegertochter, Sie stören den Disput. Sie nehmen ja stets in Schutz, Sie sind ja auch nicht besser. Signora, Sie verschwenden Ihren Zorn. Sie haben Ihre Meinung nicht gebeten. So war das nicht gemeint, Signora Tavio. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Feiger Kerl! Das absolute Gegenteil war meine Absicht. Wenn Sie sich weiter streiten, kommt es nie zu dem Disput. Ich wollte nur... Signor Lelio, Sie stören. Nein, nein, ich muss versichern, ich bin Ihrer Meinung ganz. Das ist doch der Gipfel. Was sind Sie für ein Kavalier? Sie sind ganz einer Meinung? Welcher Meinung? Ihrer selbstverständlich immer. Ja, welcher Meinung sind Sie denn? Das kann ein Kavalier niemals allein entscheiden. Darum, die Entscheidung liegt allein bei Ihnen. Der ist ja blöder, als man in Bologna sein darf. Ich bitte euch, macht endlich Schluss damit. Wir kommen zum Disput. Ich wünsche Ihren Reinfall, aber ich brauche Ihren Sieg. Sonst hält Florindo mir sein Eheversprechen nicht. Rosaura, noch einmal das Argument. Ich bin gespannt, wie sie es anfängt. Ich weiß ja wohl, es zielt allein auf mich. Ich wiederhole. Hat ein Mann die Ehe versprochen einem ledigen Mädchen? So muss er sie auch heiraten. Wir sprechen doch Latein. War das im Pavia nicht braucht? Ganz ohne Frage, nur ich wollte Rücksicht nehmen. Vielen Dank. Also gut, Latein war immer Ihre schwächste Stelle. Wir nehmen zwei fiktive Partner an. Titus heißt der Mann, Lucretia das Mädchen. Die These ist bekannt. Ita habetex toto tito de nuptis lege nuptias gete o. Halt! Es steht mir gar nicht zu, mich einzumischen. Doch glaube ich, wir sollten auf die Damen Rücksicht nehmen. Die Signorina spricht doch kein Latein. Nett von ihm. Nein, leider nein. Muss ausgerechnet sie ihm in den Rücken fallen. Wir können es nicht zulassen, eine Signorina von unserer Unterhaltung auszuschließen. Das haben Sie ganz richtig angemerkt. Ich hätte ja sonst auch kein Wort verstanden. Dann soll Flaminio Ihnen übersetzen. Der Schuft macht sich noch lustig. Das wäre, glaube ich, zu verwirrend. So redet schon in eurer Muttersprache. Wo hat man so etwas gehört? Solch eine Zumutung aus Ihrem Mund. Sie kennen selbst, wie kaum ein anderer, die Bedeutung der gelehrten Sprache. Wenn wir uns ihrer erst entledigen, dann ist die Zeit nicht fern. Wo jede Köchin sich in Staatsgeschäfte mischt, wo jeder Kutscher sich erdreistet, Recht zu sprechen und jeder Bauer unseren Spruch bezweifeln wird, das wäre der Untergang jeglicher Ordnung. Und ich bin nie. Und nimmermehr bereit, dem Chaos
Tür und Tor zu öffnen! Bravo! Bravo, Florindo! Ich bin ganz deiner Meinung. Es freut mich sehr, solch weise Ansichten aus deinem Mund zu hören. Ja, du hast recht. Wir unterlassen den Disput, zumal du ja Gelegenheit hattest, eine Probe deines Wissens uns zu geben. Florindo, gut gemacht, jetzt ist Rosaura reingefallen! Florindo will sich drücken und der Alte gibt ihm recht! Auch ich bewundere solche hohe Meinung. Doch gibt es eine Möglichkeit, ohne Signor Florindo zum Hochverräter an der Wissenschaft zu machen, unseren Disput doch durchzuführen? Er spricht Latein, ich übersetze und formuliere meine Thesen dann in beide Sprachen. Das ist die Lösung des Problems. Die ist behext. Ein Fallstrick nach dem anderen. Wenn meine hochverehrte Gegendisputantin eventuell der Meinung ist, dass ich nicht in der Lage sei, auch in der Sprache meines Landes diesen Disput hier zu bestreiten, so irrt sie sich. Um dieses zu beweisen, werde ich in jeder Sprache, die Disputantin wünscht... Nein, ich habe Chinesisch gerade gelernt! Oh, Saura, lass den Unsinn! Meine Gegenthesen formulieren. Um Ihnen, verehrte Signorina, eine abermalige Wiederholung Ihrer These zu ersparen, jetzt gleich die Antwort. Es handelt sich in unserem Falle um ein Eheversprechen, das der Lucretia Titus soll gegeben haben. Wie soll er hat? Ja! Mein Vater, darf ich Sie bemühen, das Amt des Richters auszuüben, um Störungen und Einwürfe dieser Art in Zukunft zu vermeiden? Gut, gern. Rosaura, du musst warten, bis du dran bist. Gegeben haben soll... Mein Hat! Rosaura! Hohes Gericht, ist es dem Gegenadel denn erlaubt, bereits im ersten Satz die Wahrheit zu verdrehen? Eure Meinung? Hat! Hat! Soll, nein, hat! Hat! Sicher, hat. Hat ist auch meine Meinung, Signor Florindo. Das Gericht erkennt auch das Wort hat. Mir schon alles recht. Also gegeben. Hat. Der hochverehrte Gregor, ich glaube, es war der... Es war der Papst Gregor der IX, Ugolino, Graf di Seni. Papst war er von 1221 bis 1247, er sprach Franziskus heilig, ebenso Elisabeth von Thüringen. Nur weiß ich nicht, Senior, wozu Sie schon kanonisch Recht benutzen müssen. Reicht für den Tatbestand das Weltliche nicht aus. Donnerwetter. Hofgericht! Mein Gegenanwalt stört. Wieso? Ich habe ihm nur ausgeholfen, weil er nicht wusste, welcher Gregor sein Gesetz erlassen, das er jetzt gleich zitieren wird. Ihr Scharfsinn ist erstaunlich, Signorina. Ich werde in der Tat die Rechtsauffassung von Papst Gregor... Ja, das war der 9. Jetzt zitieren! Papst Gregor, vielen Dank, ich weiß es jetzt, es war der 9., hat sehr weise die Eheversprechen in zwei Arten eingeteilt. Die erste Art, sponsalia de presenti, wie schon der Name sagt, muss in der Gegenwart sofort zur Wirkung kommen. Die andere Art, sponsalia de futuro, hat ihre Wirkung in der Zukunft. Der Name sagt es in diesem Fall ja auch. Also, in ganz unbestimmter Zeit. Wir haben jetzt zu untersuchen, welcher Art nun das Versprechen ist, das der Beklagte Titus jener Lucretia gab. Ich bitte das Gericht, den Gegenadvokaten darauf hinzuweisen, von meiner Mandantin nicht in so abwegigem Tone zu sprechen. Signor Advokat, Sie werden im gewünschten Sinn ermahnt. Ich danke. Ich drehe den Hals um. Wir können das Verfahren kürzen. Besagter Gregor, ja, es war der 9., hat in den gleichen Schriften, wo zwischen Sponsale de Futuro und Sponsale de Presente unterschieden wird, was übrigens von einem späteren Konzil schon wieder aufgehoben wurde, selber vorgeschrieben, dass im Zweifelsfalle, was bei uns ja zutrifft, auch de presenti zu entscheiden ist, hohes Gericht, der Falle klar. Durchaus nicht. Wir verfügen über weitere Argumente. Wenn du jetzt wieder einen Papst zitierst, dann frag mich nur, ich sage dir die Zahl. Ich komme dir jetzt weltlich. Ist ein Mann zum Zeitpunkt, an dem er ein Eheversprechen abgibt, minderjährig, so muss er es, wenn es vom Vater nicht bestätigt ist, nach Erlangung seiner Volljährigkeit wiederholen. Andernfalls es keine Gültigkeit besitzt, bestreiten Sie den Tatbestand? Nein. Der Fall liegt also klar. Jetzt hat sie die Sprache verloren. Wenn du nicht anders willst, packe ich alles aus. Nicht ganz.
denn der Anwalt hat da ein Gesetz, das ohne Zweifel klug ist, nur zum Teil zitiert. Ein Zusatz fehlt und der ist von besonderer Wichtigkeit. Dort heißt es weiter, als Wiederholung des gegebenen Eheversprechens nach erlangter Mündigkeit gilt auch des Beilagers Vollzug. Ihr Mandant Signor Titus leugnet. Nein, der Tatbestand wird von uns anerkannt. Hohes Gericht, ein kurzes Schlusswort sei mir noch gestattet, bevor ich um das gleichermaßen weise wie gerechte Urteil bitte. Es steht auch im Gesetz, dass Heiratsunwillige, obgleich sie ein Versprechen gaben, zur Ehe nicht gezwungen werden können. Das Gericht kann nur entscheiden, geschenkt in der Verlöbniszeit die beiden Partner ausgetauscht zurückzugeben, was sich in unserem Fall erübrigt. Warum denn plötzlich diese Schwenkung? Bravo! Wunderbar, Rosaura! Das war die schönste Unterhaltung, die ich seit meiner Taufe habe erlebt. Einzigartig, Gott schütze mich vor solcher Frau. Ein Sonnenstrahl göttlicher Weisheit ist dieses wunderbare Mädchen. Wir haben alle, wie du hörst, bewundernd deinen Worten atemlos gelauscht. Doch ich alleine wusste, ich muss es jetzt gestehen, wohin die Pfeile deiner Argumente zielten. Was weiß er denn? Es hätte solcher Gründe nicht bedurft. Und auch der Großmut nicht, mit der du anbotst, den Versprechen zu entsagen, dass ich vor aller Welt bekenne. Ein Mann von Ehre hält Versprechen und noch dazu in solchem Fall. Jetzt will der Vater auch, dass ich Rosaura nehme? Ich sag es hier, im Angesicht der Kinder und der Gäste, dies wunderbare Mädchen hier wird meine Frau. Das darf nicht wahr sein! Der alte Trottel ist im Stand und tut es wirklich. Das Silberhaar auf eurem Haupt passt schlecht zum heißen Blut der jungen Signorina. Verstehe ich recht, sind Sie meine Mutter? Sie wagen es mir ins Gesicht zu sagen, ich sei alt. Natürlich ist der Unterschied an Jahren nicht alltäglich. Doch hört man immer mehr, dass solche Ehen ganz besonders glücklich sind. Ich bin ganz sicher, in 200 Jahren ist es allgemeine Mode. So alt wirst du bestimmt nicht, Vater. Wenn jetzt Florindo weiterschweigt, ist alles aus. Mein Vater! Was du mir sagen willst, das weiß ich, schweig. Rosaura, sei nicht schüchtern, deine Hand. Nein! Ich kann nicht schweigen, mein Vater, das geht wirklich nicht. Natürlich geht's, fängt sie schon wieder an. Mein Vater! Bedenken Sie doch Ihren Stand, Ihr Ansehen in der Stadt. Was werden Ihre Freunde sagen, wenn doch die Erde sich ein ganz klein wenig öffnet und Isabella drin verschwände? Ich kann doch tausend Gründe nennen. Haben Sie doch Einsicht. Arlecchino, Brighella, holt den Wein. Im Keller muss noch eine Flasche liegen. Wir feiern die Verlobung. Das ist meine Einsicht. Ich kann vor allem nicht die wahren Gründe nennen. Das werden schöne Gründe sein, wenn du sie öffentlich nicht nennen kannst. Der Wein. Brighella, Arlecchino, das ist eure neue Herrin. Wie gut, dass ich die Flasche halte. Du hättest sie jetzt fallen lassen. Liebe Rosaura, komm, der Verlobungskuss. Jetzt muss Florindo rasend werden. Sie können diese Frau nicht heiraten, weil ich mit ihr versprochen bin. Florindo, das war deine letzte Chance. Sagst du das nur, weil dir nichts Besseres mehr einfällt? Jetzt gut, Rosaura, er hat es offen eingestanden. Wart ab, wie es weitergeht. Es ist tatsächlich so, wie ich es sagte. Jetzt aber langsam. Du, Florindo, hast den Pavia die Ehe versprochen der Rosaura. Ja, so ist es. Dann gingst du fort und wolltest dein gegebenes Versprechen nicht einhalten? Ja. Also nein, ich wollte es nicht halten. Das war nicht recht. Versprechen, die man gar nicht halten will, die gibt man nicht. Mein Vater, ich sehe sie. Jetzt bringst du dich in diese Lage. Jetzt hindere mich nicht, wenn ich dir helfe. Doch nun zu dir. Florindo hatte dich verlassen und du kamst her zu uns in dieses Haus, damit er sein Versprechen doch noch hält. Das war mein Plan. Als dir das nicht gelang, hast du versucht, mich zu umgarnen. In welchen Abgrund blick ich da? Florindo, schweig! Du hättest nicht davor zurückgeschreckt, dem Vater deines Ex-Geliebten zum Ehebund die Hand zu reichen. Doch ich hätte. Du ließest zu, dass ich dich küsste. Das galt dem Schwiegervater. Florindo, bitte stör mich nicht. Der Abgrund wird ja immer tiefer. Mir war das Mädchen gleich verdächtig.
Schamlos ist es, einen Mann so zu verfolgen. Fürs Lotteriespiel ist sie aber sehr begabt. Kann nicht einmal die tiefste menschliche Verworfenheit dir anlassen, an etwas anderes als die Lotterie zu denken? Du hattest nicht den Anstand, diesen Mann, der dich betrog, denn das hat er getan, alles was recht ist, zu vergessen? Ich hab es nicht gekonnt. Das hätte ich nicht von ihr gedacht. Nicht alle Frauen sind wie Sie, Diana. Verlass mein Haus! Sofort! Wenn Sie nicht endlich auch was sagen, lasse ich die andere Bombe platzen. Die platzt doch von alleine. Du siehst ja, man lässt mich nicht zu Worte kommen. Mein Vater! Armer Florindo! Armer Schwiegervater! Wie konnte es nur geschehen, dass Sie dies Weib nicht gleich durchschauten? Wenn die ins Haus gekommen wäre, so hätten wir die Hölle hier schon auf der Erde. Sie hätten sich mir anvertrauen sollen. Sie werden das in Zukunft immer tun. Das fehlte noch, da komme ich ja vom Regen in die Traufe. Ich muss der Sache eine andere Wendung geben. Wenn das die Stadt erfährt, bin ich unmöglich. Mein Vater, ich heirate Rosaura, wenn sie es noch will. Das kommt gelegen. Lieber Sohn! Lang habe ich auf dieses Wort gewartet. Spät kommt es, doch es kommt. Und noch ist's nicht zu spät. Ich wusste es lange schon. Glaubst du, den Vater könntest du täuschen? Er hat dieses Spiel gespielt, um eine Lehre zu erteilen. Dir. Den Alten habe ich unterschätzt, wie der die Kurve kriegt, um nicht blamiert zu sein. Rosaura ist ein wunderbares Mädchen. Die Schwiegertochter wird mir noch zu schaffen machen. Nimm sie, Florindo. Sie ist deiner würdig. Soll er sich mit ihr herren? Du bist der größte Lump, den je ich hab getroffen. Ich find kein Schimpfwort, das nicht noch zu zart ist. Du Miststück, Mädchenschänder, Bock, Bigamist, Darius, der in seinem Feldzug 365 Weiber mitnahm, ist ein Waisenknabe gegen dich. Flaminio, erklären Sie den Grund für diesen Ausbruch. Lieber Dottore, ich bin nicht Flaminio, ich bin Isabella. Oh. Was, Isabella? Vorsicht, Dottore, das ist das Weib, das Sie ermorden will. Hab ich dich endlich. In Männerkleidern hast du dich versteckt, deshalb habe ich dich nicht finden können. Doch jetzt ist's aus. So, helft mir doch, der Kerl ist irre. Kino, lass sie los. Was, Ihre eigene Mörderin wollen Sie befreien? So hören Sie doch. Die feine Dame wollte Sie ermorden. Florindo sollte dann die Leiche an Rosaura weitergeben. Damit sie verschwinden lasse. Rosaura tat es nicht und mir verdanken Sie Ihr Leben. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Die Männerkleider aber sind verdächtig. Er ist vielmehr, sie ist sicherlich bewaffnet. Was ist das alles für ein Unsinn? Wenn Isabella einen umbringt, dann bin es sicher ich und nicht mein Vater. Warum soll sie ihm denn ans Leben wollen? Das weiß doch ich nicht. Sie sprachen doch davon. Die ganze Sache ist doch äußerst dunkel. Nicht nur, dass er ein Mörder ist, er ist ein Mädchen. Nee. Ich bitte euch, macht endlich Schluss damit. Sie müssen diesen Zwischenfall verzeihen, Senior. Er ist uns ein recht guter Kerl. Was? Guter Kerl? Der ist von Ihrem Sohn bestochen und sollte mich wohl aus dem Wege räumen, weil ich von ihm verlange, sein Eheversprechen einzuhalten. Von dem Versprechen weiß ich nichts. Bestochen aber hat mich keiner, denn das macht man ja mit Geld und mir hat niemand was gegeben. Halt schon dein Maul! Sie wollen doch nicht etwa sagen, Florindo hätte Ihnen auch die Ehe versprochen. Wie viele werden denn noch kommen? Er hat mit dem Versprechen mich verführt, aus meines Vaters Haus zu fliehen, in Männerkleidern nach Bologna mitzureisen. Und jetzt muss ich erfahren, dass er mit einer anderen sich schon eingelassen hat. Ich habe geschworen, dieses Haus verehelicht nur zu verlassen. Ist das nicht möglich, werde ich den Freitod lieber wählen, als meineidig, verführt, betrogen, alleine durch die Welt zu irren. Nein, bitte nicht. Es findet sich bestimmt ein Ausweg, Rosaura. Hilf! 5000 Taler, die mein Großvater im Testament mir hat vermacht. Ich schenke sie der Wallfahrtskirche von St. Luca. Rosaura, schnell, sie meint es ernst. Ich denke nicht. Signor Lelio, haben Sie gehört? Nein, ich bin zu erschüttert. 5000 Taler Mitgift hat das Mädchen. 5000 Taler, welcher Segen. Und alles kriegt St. Luca. Sie sind doch Kavalier, wenn Sie die Signorina vor dem Tode retten. Schnell, sag Rosaura, wie denn? Mein Gott, heiraten Sie sie. Natürlich. Wie? Das ist der genialste Einfall, den ich jemals hatte. Signorina Isabella,
Der Schmerz, das Mitgefühl, das mich bewegt, verschlossen wir den Mund, wenn nicht des Herzens Auftrag größer wäre, nie, wenn nicht jetzt zu sprechen. 5000 Taler. Kann meine Hand in diesem schicksalsschweren Augenblick geboten, sie aus den Klauen des finsteren Todes ins Reißen. Reichen Sie mir Ihre Alabasterhand. Zum Zeichen, dass es mir gelungen ist, der Welt die Schönheit dieser Züge zu erhalten. Wenn nicht, soll uns der finstere Kreise Charon gemeinsam aus der Welt der Lebenden geschieden über den Fluss Acheron ins Reich der Toten rudern. Ich warte auf Ihr Urteil, das mit dem Tode hätte ich nicht versprechen sollen. Senor, Ihr Edelmut entwaffnet mich. Ihr Urteil, Isabella. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Hochzeit werde ich bezahlen. Lass mich den Vater dir ersetzen. Die Kosten ziehe ich dir von deinem Erbteil ab, denn du bist schuld daran. Vielleicht ist es besser, einen Narren zum Mann zu haben, als keinen. Mein lieber Lelio, ich darf Sie doch so nennen. Ich bin glücklich. Ein Frauenherz, das solches durchgemacht, ist sehr zerbrechlich. Es braucht Verständnis, Schonung, Wärme. Der raue Mann, wie die Natur ihn schuf, ist ungeeignet, diese Bürde schweigend zu ertragen. Mich hat Natur da anders ausgestattet. Ich werde jeden Wunsch von Ihren Augen lesen. So bin ich Ihre. Jetzt komm, steh auf, setz dich dahin. Signor Lelio! 5000 Taler sind ein schönes Geld. Durchs Lotteriespiel können wir es ganz leicht verdoppeln. Mein Mann hält nichts vom Glücksspiel, Signor Ottavio. Xantippe war ein Kätzchen gegen Sie. So, das wäre aus der Welt geschafft. Doch nun zu euch, Rosaura und Florindo. Ach, armes Mädchen, was habe ich nur verbrochen? Dass solche Leiden über mich hereingebrochen. Ich kann das Leben nicht länger. Was ist denn nun schon wieder los? Was heult die Gans? Signorina Diana, was für ein Schmerz ist Ihnen widerfahren? Sind Einzige, der mir noch helfen kann. Ich habe es doch geahnt, Sie will mich heiraten. Jetzt aber schnell hier. Rosaura, mach doch was. Signor Paolo. Wo wollen Sie denn hin? Ich wollte ein Glas Wasser holen. Das kann doch Arlecchino schnell besorgen. Immer ich und auch noch schnell gerade, wo es so spannend ist. Sie wollten doch, dass ich zu Ihrem Glücke helfe. Ja, ja, doch habe ich immer Glück gesagt und niemals eben. Das kann doch eins sein. Das wäre das erste Mal. Bei jedem gibt es ein erstes Mal. Doch muss es nicht bei mir sein. Ihr Vater hat mir eben erst gesagt, dass er Ihr Erbteil schon zu Lebenszeiten zahlt. Signor Dottore, dieser junge Mann wünscht, um Dianas Hand bei Ihnen anzuhalten. Auch das wird dir von deinem Erbteil abgezogen. Mein lieber Momolo, nur keine Worte. Ich weiß, worum es geht. Hier ist Diana. Kinder, werdet glücklich. Wie dank, ja, mein Vater. Schwiegervater, wie hoch ist die Summe? Reden wir dann später drüber. Das bleibt dabei. Ja, ja, ja. Doch nun zu euch, Rosaura und Florin. Lasst mich als neuen Schwager dich umarmen. Ey, lässt du mir in Ruhe. Ich würde nicht, dass der Lotterleben führt wie du. Schon geht es los. Heißen denn alle Frauen Beatrice? Rosaura und Florindo, kommt zu mir. Ich will euch schnell den Segen geben, damit ich endlich meine Ruhe habe. Hab ich gesagt, ich will ihn noch. Oh, Rosaura, jetzt gehst du zu weit. Wenn du ihn nicht mehr willst, warum dann das Theater? Das Wasser kannst du dem Dottore geben. Diana braucht's nicht mehr. Tja, lieber Herr, jetzt glauben Sie, dass man nach Ihrem Leben trachtet. Doch keine Angst, auch in der letzten Stunde steht Arlecchino Ihnen bei. Was steht jetzt unserer Heirat noch im Wege? Rosaura, alle Hindernisse sind beseitigt. Die Hindernisse sind beseitigt? Wirklich alle? Mich nannten alle hier ein wunderbares Mädchen, doch hab ich diesen Namen nicht verdient. Nur weil ich jedem nach dem Mund geredet, war ich für euch wunderbar. Signor Dottore, wäre ich für Sie ein wunderbares Mädchen, wenn ich statt nur zu schmeicheln, Ihnen hätte gesagt, Sie sind zu faul, Ihre Klienten richtig zu vertreten. Du kannst in Zukunft deinen Mann erziehen, den Schwiegervater aber lass in Ruhe. Auch wenn du es hören willst, du bist ein wunderbares Mädchen. Signora Beatrice, wäre ich für Sie auch noch ein wunderbares Mädchen, wenn ich sagte, dass Ihr Kartenspiel und Ihre Eitelkeit ein Haus ruinieren? Ich ruiniere das Haus, im Gegenteil, ich werde ruiniert. Ich weiß nicht, was du bist, vielleicht ein wunderbares Mädchen. Signor Ottavio, wie ist denn das mit Ihnen? Ich hätte Ihnen sagen müssen, zu Geld muss man durch Arbeit kommen. Hm. Wer auf das Glücksspiel baut, der ist ein Narr. Ein Narr genannt zu werden, bin ich ja gewohnt. Jedoch die Zahlen, die du nanntest, waren richtig. Ich habe sie ja nur nicht gesetzt. Schon deshalb nenne ich dich ein wunderbares Mädchen. Signorina Diana, ich hätte Ihnen sagen müssen, dass Laune, Müßiggang und Ziererei zu jungen Mädchen gar nicht passen. Ich habe meinen Momolo, von mir aus kannst du auch ein wunderbares Mädchen sein. Und Sie? Wenn Ihnen nicht gesagt hätte, die Liebe ist kein Spiel. Das Spiel ist aus. Diana hat ganz recht, auch mir ist gleich, was für ein Mädchen Sie in Zukunft sind. Albernheiten, Stolz und Weiberschürzen jagen. Ja, Signor Lelio, ich meine Sie. Das tut ein Mann, solange er die Richtige noch nicht gefunden. Ich bin jetzt nicht mehr in der Lage zu entscheiden, ob du ein wunderbares Mädchen bist. Da Sie an mir, wie es scheint, nichts auszusetzen haben, so sag ich ungefragt,
Sie sind so wunderbar, dass ich sie dem Florindo gönne. Und ganz genauso umgekehrt. Willst du, nachdem du das gehört, mich noch zur Frau? Wenn ich bis jetzt noch nicht entschlossen wäre gewesen, wäre es jetzt. Ich nenne dich weiter. Oder besser, wieder. Wunderbares Mädchen. Dazu wirst du wohl kaum Gelegenheit mehr finden. Es sei denn, du sagst, wunderbare Frau.